Mal stückig, mal geschmeidig, mal gelb, mal orange, mal weiß. Burgersoßen gibt es mittlerweile gefühlt 180.000. Wir haben in etwa 737 davon heute im Test bei Löffelmesser Gäbel. Ja, so sieht das nämlich aus hier, meine Freunde. Und bei der heutigen Folge bin ich natürlich nicht allein am Start, sondern Back Großmeister, hallo, der einer Dynastie der Zucker- und Feinbäcker entspringt. Ich bin in erster Linie Sohn, weißt du? In erster Linie, ja gut, aber du bist also Profiteur eures Familienimperiums. Keine Frage. Du spielst darauf an, dass mein Daddy natürlich eine Bäckerei hatte und jetzt mein Bruder die übernommen hat. Und ich bin natürlich mit dem Mehl aufgewachsen, na das klar. Ist geil. Immer Mehl an der Nase, kenne ich doch. Ja, ja, selbstverständlich. Captain Schnüffeltest ist also heute mit am Start, denn du hast uns ein paar Brötchen gebacken. Ja, habe ich eben Moin Moin gemacht tatsächlich. Kann ich dir schon mal sofort vorwegnehmen. Schau dir das an, wie schön sie geworden sind. Die sehen geschmeidig aus. Ich nehme mal in die Hand. Oh ja, der hat so eine schöne Fluffigweichigkeit. Oder? Aber ja, du weißt, am Kautest wird es sich entscheiden. Keine Frage, aber wir sind beide schon mal, im Vorgespräch haben wir beide gesagt, wir wollen weiche Brötchen haben. Ja. Und wir wollen nicht diese großen, fetten Burgerbrötchen haben, wie man sie eigentlich kennt, wo der Patty komplett umschlossen wird, sondern wir wollen ja eben eine schnelle Verkostung haben. Nicht zu viel Brot. Brot ist Beiwerk. Genau. Aber Brot muss natürlich auch den Fleischsaft aufnehmen können und die Soße aufnehmen können. Genau. Ohne dabei allerdings komplett zerrissen zu werden. Absolut. Es ist halt so, dass man das Gefühl haben möchte, es soll so eine gewisse Melange aufnehmen, yeah, ne, und das dazwischen festhalten, ohne dass du das Gefühl hast, die Finger brechen dann immer schon aufs Patty durch, so nach dem halben Brötchen, nach dem halben Burgergenuss. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob die auch diesen hohen Ansprüchen. Ja, und diese Staubigkeit dann nicht passieren. Sind Brioche-Brötchen übrigens? Ja, ne? Da ist Butter drin. Ja, ja. Ich habe heute noch im Moin erfahren, was der Unterschied ist zwischen Milchbrötchen und Brioche. Brioche hat nochmal Butter drin. Milchbrötchen ist einfach ohne Butter. Ach, Milchbrötchen. Sag mal, sind denn nicht eigentlich Milchbrötchen im Kern auch diese Standardbrötchen, die man so bekommt, diese großen, ja, aufgeblähten mit dem Sesam drauf, die es auch mindestens bei einer Burgerkette immer gibt, schlecht getoastet, absolut, und so überfluffig. Ja, sind doch Milchbrötchen. Eigentlich, ja, schon, ja. Würde ich so sehen. Vielleicht ist jemand dabei, der sagt, nee, sind es nicht, aber ich meine, es sind Milchbrötchen, ja, ganz normal. Ich habe Milchbrötchen immer schon gehasst. Aber Achtung, wollte ich nur sagen, haben wir eben live gebacken und die größeren hier, die habe ich gestern vorbereitet, weil ich natürlich Sorge hatte, dass das niemals klappt, innerhalb eines Moments schöne Brioche-Brötchen zu machen. Aber es hat funktioniert. Das ist fantastisch. Außerdem haben wir ja auch heute noch 2 Stunden. Ich habe mich breitprügeln lassen, weil ich dachte, ach Quatsch, so Soßen verkosten sich doch schnell. So, und dann sehen wir jetzt auch schon das Testfeld hier aufgebahrt. Ich war original wirklich nur in 2 Supermärkten. Ich war in einer Markenkette, sag ich mal. Mhm. Und da hatte ich bereits 11 verschiedene Burgersoßen im Einkaufswagen. Wirklich? Und ich habe nicht alle genommen. Und dann war ich noch mal einmal in einem Discounter, weil ich wusste, die haben so eine eigene Serie von Soßen, um genau zu sein. Den können wir jetzt auch immer nennen. Penny. Die haben nämlich hier so gekühlte, so eine Butcher's Burger. Die haben so eine eigene Barbecue-Serie, glaube ich, schon seit 1-2 Jahren, mhm, die optisch auf jeden Fall ein bisschen was hermacht und vielleicht auch geschmacklich mit dabei sein kann. Denn es ist einfach krass, wie viele Burgersoßen es gibt. Achso, und dann das letzte noch. Delikant Feinkost hat mir ein Paket geschickt. Und da waren auch diverse Burgersoßen drin. Hier, alle unter dem Label Burgerliebe. Da wird's natürlich schon sehr exotisch. Und du fragst jetzt natürlich zu Recht, Colin, was qualifiziert denn eigentlich eine Soße als Burgersoße? Wo ist denn da der Unterschied zu einer konventionellen Grill- und Barbecue-Soße? Ja. Kann ich dir sagen, Bedingung war, es muss entweder das Bild oder die Silhouette eines Burgers auf der Packung sein. Ah. Oder es muss das Wort Burger irgendwo auf der Verpackung stehen. Verstehe, du hast recht. Also es ist ganz einfach. Die, ja, Qualifikation ist damit sehr leicht. Ja. Weil ich war da im Markt, weißt du, da waren einige Soßen, wo ich dachte, oh, die würde ich mir aber gerne mal auf dem Burger tun. Aber ist halt, wenn es offiziell als Wurstsoße quasi verkauft wird, hat das auf meinem Burger hier nichts zu suchen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Wir können einmal ganz kurz ins Teilnehmerfeld reinlunzen. Denn es gibt da verschiedenste, man sieht das schon optisch. Hier zum Beispiel. Da gibt's, die sehen alle schon von der Verpackung, das, wieso habe ich das zweimal? Hier, Geschenk des Hauses. Dankeschön. Oh, die sind aber gut, glaube ich. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Hier, Original Hamburger Dressing, POW-Dressing, das kenne ich noch aus alten Pommesbutzen. Mhm. Das ist immer diese, also die einen nennen es, ich glaube nämlich, das ist keine Burgersoße, das, was die früher dänische Remoulade genannt, ja, genau, haben. Diese stückige, gelbe, geiles mit so Kraut drin. Snackdressing. Ja, genau, Snackdressing. So, du kennst es als Snackdressing. Natürlich. Aber merkt, wir kommen aus einer ähnlichen Gegend. Ja, absolut. Und da war immer das gute P&W-Snackdressing, was du auf Burger oder zum Backfisch, ja, da mega, hast du auch immer gerne das Snackdressing. Allerbeste. So, und ich glaube, die sind alle so ein bisschen gelb. Umso spannender wird es dann auch, inwieweit sich dann jetzt die Hohmann-Burgersoße dagegen behauptet. Und auch hier. Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen, guck mal, hier haben wir dieses orangefarbene
Burgersoßen fällt. Und hier glaube ich, dass man sich ganz bewusst von der kultisch teilweise verehrten Big Mac-Soße hat optisch inspirieren lassen, um den Leuten das Gefühl zu geben, dieses Ding, was du normalerweise ja nicht einzeln kaufen kannst, sondern nur bei McDonald's auf dem Burger, das wollen wir euch irgendwie nach Hause bringen, zumindest optisch. Gespannt, ob das geschmacklich in die Richtung geht, da sind wir mal gespannt. Und Devil Eye ist ja der offizielle Soßenlieferant von, wie du ja sicherlich weißt, von McDonald's. Ja. Und die haben natürlich auch hier eine Burgersoße, die auch auf so seitlich so ein Buschen aussieht wie farblich. Oh, okay. Ne? Aber ich glaub's nicht. Ich kenne die nicht, aber ich wage zu bezweifeln, dass hier Big Mac drin ist, obwohl nur Burger draufsteht. Wäre auf jeden Fall vielleicht auch schwierig, oder? Also wahrscheinlich. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die Currysoße, die die haben, würde ich behaupten, das ist die Original. Die ist 1:1. Ja. Da bin ich mir auch ganz sicher. Und gleiches gilt doch auch für die Süß-Sauersoße. Und die Senfsoße kriegt man ganz, ganz selten nur noch im Supermarkt. Ich kotze. Aber der Big Mac, ja, lebt von der Soße. Ja. Also, wenn du das hinkriegst, dann brauchst du eigentlich nicht mal den Big Mac kaufen. Und hast du, es gibt ja Evolutions-McDonalds, ne? Mhm. Evolutions-McDonalds sind die modernen mit den Bestellterminals. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal detailliert durch alle Reiter geklickt hast. Doch, aber sehr spannend. Du kannst für 20 Cent Aufschlag, kannst du extra Soße bekommen. Noch mehr Big Mac-Soße oder was? Ja. Und du kannst fast alles da, du kannst auch mehr Fleisch drauflegen zum Beispiel. Okay. Also das geht. Ja. Das Einzige, was nicht geht, und da frage ich mich schon wieder, warum. Also nochmal kurz fürs Protokoll. Du kannst den Burger so nehmen, wie er ist. Oder extra, du kannst auch Sachen weglassen. Ich lasse zum Beispiel immer die Gurke weg, weil ich hasse die McDonald's-Gurken. Mhm. Das ist für mich eine Perversion des Lebens. Das ist wirklich absolutes Grauen, kannst dass die gehen. Durchgesetzt haben. Das ist eine widerwärtige Widerwärtigkeit. So, egal. Die lasse ich halt immer weg. Und man kann auch Sachen dazu packen. Gegen Aufpreis. Okay. Und da kannst du viel. Du kannst teilweise auch so Bacon auf dem Ding tun, auf Burger, wo der gar nicht dazugehört. Okay. Und jetzt kommt meine Kritik, meine Anklage. Warum auf Gottes grüner Wiese, wenn ich schon ergänzen kann, zum Beispiel bei McChicken, ein zweites Fleischpatty kann ich machen oder auch mehr Soße. Warum, McDonald's, Ronald, ich spreche mit dir, warum können wir da nicht auch gegen Aufpreis eine Scheibe Käse drauflegen? Das geht nicht. Das wäre kulinarisch. Nein, das geht nicht. Du kannst auch, glaube ich, bei anderen Burgern kannst du, glaube ich, auch doppelt Käse nehmen. Wahrscheinlich gibt es chemische Reaktionen. Ja, das ist irgendwie so, das hat Gott nie gewollt, dass der auf dem McChicken Käse kommt. Aber ich verstehe es nicht, weil das System würde es vorsehen. Und das wäre, glaube ich, ein sehr spannendes Experiment, weil so ein McChicken, ich glaube, der könnte eine Scheibe Käse vertragen. Testweise. Fast ein Cordon Bleu dann eigentlich, ne? Oh ja, 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 unten Bacon, oben Käse, zwischendrin die leckere Näse. Hast du schon den Cordon Bleu-Test eigentlich? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ist ein Cordon Bleu Freund, ja. Ja, eigentlich schon, aber auch das ist so ein Angstprodukt. Ja, da gibt's ja teilweise so Knoppel, die Knoppelstraße. Ja, ja. Und das ist ja auch so das kennt man doch beim Cordon Bleu, dann das Bild suggeriert dir, dass du bei jedem Bissen eben die perfekte Mischung aus Käse, Schinken und Fleisch plus Panade hast. Ja. Tatsächlich verkrümelt sich, also ist das, also du stell dir die Weltkarte, stell dir den Globus vor und der Käseanteil ist Norderney. Weißt du? Der ist, ja, er ist da. Mhm. Aber er verkrümmelt sich dann in irgendwie so einen Winkel, wo man nur mit dem Schiff hinkommt. Ja, genau, ja. Der letzte Bissen. Ja. Und du knusperst dich durch das trockene Produkt, bis du dann am Schluss einmal die Kombination aus allen Ingredienzien hast. Und das kann nicht Sinn. Also, aber gut, das wäre natürlich, hast recht, das ist ein gutes Testfeld. Ja. So, was wir heute machen wollen, ist Folgendes. Bin sehr gespannt. Mach doch bitte schon mal den Ofen heiß. Denn ein Herd, Entschuldigung, ja, selbstverständlich. Ich glaube, wir können auch, ich weiß, dass dieses Kackding lange dauert. Ach nee, das ist wieder dieser Kackofen. Das ist dieser billige Eumel, der sich immer nach Lust und Laune entscheidet, welche Erdplatte bitte anzufeuern sei. Wirklich? Also ja, du musst den Zuckentest machen, sonst wissen wir nicht, welcher es ist. Aber beide voll Feuer, ne? Ja, komm, do it. Okay. Weil wir machen Folgendes. Wir werden diese Soßen, um auch einigermaßen in Time zu bleiben, gut, bei 2 Stunden mache ich mir keine Sorgen. Natürlich aber wir sind nicht, wie soll das passieren? Wir haben schon angefangen. Wir werden die Dinger pur verkosten, also würde ich vorschlagen, ja. Auf dem Löffelchen, aber dann natürlich auch in ihrer gewollten Variante, nämlich auf einem Burger. Ja, und da kommen dann die Brötchen ins Spiel und die Tüte mit dem Rinderhack. So, gib mir mal bitte her, dankeschön. Hier ist nämlich 1 Kilo Rinderhack vom Metzger meines Vertrauens. Ich will gar nicht zu viel Werbung machen, das ist ein lokales Ding. Aber da bin ich noch nie enttäuscht worden. Ja, das wird gut. Da ist noch keine Sehne drin gewesen. Sergeant Schwabbel, Captain Knorpel, die haben alle. Sergeant Schwabbel hat sich gemeldet. Die glänzen durch Abwesenheit. Das ist einfach eine feine, der weiß, das ist Fleisch, so wie man es möchte. Gut, schöne Farbe. Ist jetzt, also, und für mich gehört in Burger ist pures Rindfleisch. Für mich und auch. Hinterher Salz, Pfeffer. Also man kann ja auch mal variieren und Dinge machen, ja. Aber nach dem Braten oder in der letzten Endstufe ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer drüber, das reicht mir. Bin gespannt, wie du die Patties machst. Naja, guck mal, wir haben Pfannen und. Also, stimmt. Grill wäre noch geiler. Ist egal, ich würde die jetzt einfach platt und klein machen. Platt und klein, komm rein. Ja. Platt und fein, springen die Dinger in die Pfanne rein. Ach, und übrigens, ich habe noch eine Idee, kann ich direkt mal hier während wir. Stopp, halt. Wir haben, guck mal da.
professionelle Burgerhandschuhe. Bitteschön. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Entscheidend beim Fleisch ist ja auch, welche Teile vom Rind genutzt werden. Weißt du, es gibt ja mehr mit Fettanteil und andere sind trockener. Aber hier hast du schon schön, ich glaube, ein bisschen Fettes drin. Da ist auf jeden Fall, ja, die mixen dann auch immer schon mal so durch. Also die nehmen dann teilweise auch das, was dann gerade so da ist, wenn sie es frisch machen. Dann ist das mal irgendwie mal Gulasch oder irgend jenes. Ja, genau. Aber es ist eben nicht, dass da eben so eine, keine Ahnung, dass sich da irgendwie so ein Stück Holz verirrt oder so. Oder guckt ja keiner oder so, ne? Oder so irgendwie halt so ein Knochen, einfach so, wir nehmen das ganze Gelenk rein, ist doch scheißegal. So war's früher immer. Ja. Und aber so, sag mal, du bist dann schon für Fraktion Medium oder? Ja. Wie es durchgebraten werden soll? Ja, aber du, ganz ehrlich, wollen wir jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst? Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Also wenn's, und das ist, wenn's so bleibt, wie so ist, ist auch okay. Ja. Das ist so Marke in der WG, ist es okay. Das ist halt die Frage, ob wir die. Na, die dürfen auch nicht zu groß sein. Ich werde sie auch eher flach machen, weil die wahrscheinlich sich schon in der Mitte so ein bisschen zusammenziehen werden. Und wir wollen ja keine Frikadellen. Mach mal einen Vergleich. Guck mal hier. Die sind zu groß. Ja, das Problem ist ja auch. Hier kann man es sehen, ich halte es mal hier hin. Oh, die sehen echt gut aus. Ich habe auch extra nicht gefrühstückt. Ich habe heute außer drei Kaffee noch nichts getrunken. Ich habe auch ganz viele Backup-Brötchen dabei, ne? Das ist kein Problem. Ach, herrlich. Also, ich habe halt auch gedacht, wenn ich schon mal als Mann des Volkes hier in deiner Sendung bin, herzlichen Dank dafür übrigens für die Einladung. Ja, ich finde es super. Das ist natürlich viel zu klein. Aber auf der anderen Seite reicht es wahrscheinlich. Wir machen das halbieren. Wir halbieren die. Genau. So würde ich sagen. Aber da muss noch ein bisschen Fleisch mehr. Genau, weil sonst hast du einfach auch nur viel Brot im Körper. Das ist auch schade. Ja. Halbieren wir einfach. Nee, ich habe gedacht, wir müssten eigentlich auch alle anderen ein bisschen was davon abbekommen. Deswegen sehr viele Brötchen habe ich mitgebracht. Du hast sehr viele Soßen. Das ist, kriegen wir schon hin. Wir hatten eben eine Waage hier. Ja, natürlich. Das Schöne ist, ich liebe es, mich ja auch wissenschaftlich präzise dem optimalen Ergebnis anzunähern. Immer eine Waage dabei für die ganzen Hinterhof-Deals, die hier stattfinden. Das ist sehr gut. Dann wird hier schnell mal Tisch gezogen. Ja, absolut. Und eine schlecht geeichte Waage, das hat schon so manchen in den Knast gebracht. Ja, absolut. Oder in den Sarg. Ne? Also wir kennen die sehr. Ich leg das Fleisch, ich lese mal drauf. Du warst da drauf, es ist nur Speed. Ist alles ist gut. Es ist nur Speed. So, das ist jetzt 45 Gramm Patty. Das ist nicht viel. Ich glaube, die Standard McDonald's Burger Patties, die haben 90 oder sowas. Mhm. Ich hatte ja mal gearbeitet, deswegen habe ich das so ein bisschen. Hast du wirklich, ne? Ja, guck mal, 45 sieht aber auch erstmal ganz gut aus. Aus, oder? Ja. Also, Pfanne ist heiß, ich produziere einfach mal ein paar davon. Ja, Pfanne ist wirklich heiß. Ist die heiß? Ja, hier qualmt schon. Die hat auf jeden Fall Power. Die 54 ist natürlich ein bisschen zu viel. Okay, die linke Seite hat noch gar keinen Zug an der Kette. Ja, ich sag doch, das ist einfach ein Haufen Kacke, ist das. Verkaufen dir zwei Platten, du kriegst auch zwei Platten. Aber in Parallelnutzung sind sie anscheinend nicht nutzbar. Was haben wir hier Schönes? Rapsöl? Ja, ich glaube, das, was da war, haben wir. Das, was halt da war, ja. 47, guck dir das. Ich habe tatsächlich auch die ganzen Brötchen abgewogen. Ich habe 30 Gramm genommen. Okay. 30 Gramm Teig. Das heißt, wie viel können wir davon dann verkosten? Oh, einiges auf jeden Fall. Einiges, ja. Wollen wir das so ein bisschen in Produktfamilien auch? Also nach Farben sortiert zum Beispiel? Ich würde es gerne nach Farben sortiert probieren. Weil ich glaube, ein Blindtest ergibt ja gar keinen Sinn. Ich bin da selber nicht so wahnsinnig beflissen eigentlich. Ich weiß, dass ich die vom Blockhaus, die hier, sehr, sehr gerne mag. Mhm. Die kenne ich aber eigentlich nur als gekühlte Variante. Das war jetzt im Glas. Die ist nicht schlecht. Deswegen, das ist die einzige, wo ich vielleicht ein bisschen befangen bin. Bei den anderen bin ich einfach nur offen interessiert. Du, ich bin den Gast in einer Sendung. Du hast den Plan oder nicht? Ich muss eben noch meinen Zopf rausholen, den ich eben noch gemacht habe. Mit deiner Sendung nichts zu tun. Querverweis aufs Moin Moin. Danke. Ja, Gartenhermit schreibt gerade, warum nehmen so viele Rapsöl anstatt Sonnenblumen? Finde, das schmeckt viel schlechter. Ja, ich finde auch, Rapsöl hat schon einen stärkeren Eigengeschmack. Oh! Schau mal, ein schöner süßer Zopf zum Nachtisch. Ein süßer Zopf? Ja, das ist Restteig von gestern. Gestern habe ich nicht alles fertig gemacht und dachte, was passiert am nächsten Tag? Hab den Zopf draus gemacht. Ah, was schön. Ja, herrlich. So gehen, glaube ich, auch Frauen ins Bad morgens. Ne? Was mache ich denn heute? Oh, ich habe heute auch noch Haare. Was mache ich? Einen Zopf draus. Das heißt, Frauen auch Männer mit langen Haaren. Ja, ich hatte auch mal lange Haare. Ne? Du bist also auch so ein Verflechter des Zopfes, ja? Wenn sie dünn sind, sind sie schnell durch. Können die Jungs mehr probieren. So, das ist nämlich der Punkt. Ich habe irgendwann zum Zopf übergegangen. Mal gucken, ob ich schon gefühlt. Guck mal, 46 Gramm, Leute. Man kriegt irgendwie so ein Gefühl dafür irgendwann. So, die Pfanne muss richtig schön heiß sein, ne? Ja, und dann nur kurz, oder? Bei der Größe, bei der Dicke, bei der Stärke? Ja, nicht zu lang. Würde ich 30 Sekunden jede Seite. Scharf anbraten von jeder Seite, das würde ich jetzt auch sagen. Genau, ich ziehe auch meinen Sicherheitsschuhhandschuh an. Ja. Wir ballern jetzt einfach mal 4 rein und wollen natürlich dann auch damit anfangen, schon mal welche zu dingsen. Seit wann haben wir sowas, Colin? Seit ich in der AL unten war und bei Laura gesucht habe. Ich hab die Finger von den Erste-Hilfe-Kästen gelassen. Gott behüte, die nächste Betriebsprüfung kommt bestimmt. Ja, da sind bestimmt auch welche drin. Aber in Schwarz sehen die auch professionell aus. Sind ein bisschen klein. Ja, aber sieht geil aus. Wirklich. Ja, das finde ich auch, ne? Ist so ein bisschen die Burger-Manufaktur. Ja, absolut. Wo sind unsere Bärte, frage ich mich. Ja, dann kommt einmal mit Ziegenkäse und du weißt, oh Gott. Nee. So, das ist ein bisschen zu viel, das sind wahrscheinlich 52, 58. Ja, gut, komm. Also, ja, eine Minute müssen wir aber bringen, glaube ich, ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Testfeld mit 5 Stück. Okay, gib's mal schon her.
Die Hand? Das ist so ein bisschen zusammengeflutzelt, ja, genau. Einfach mal rein, die kleinen Fleischboys. Die okay. kleinen Fleischplatten. Dann machen Sie mal. So, ich zieh mal den einen aus hier schon mal. Oh, da geht's schon los. So, es muss spritzen, solange die ohne Puder sind. Und Öl, wenn man bratet mit. Ich lese ja gerade mal, mein Gott, in der Mitte etwas drücken, damit sie flach bleiben. Ja, genau, drück sie mal in der Mitte ein bisschen. Dafür nehme ich natürlich auch meinen Wender. Nein, haben Sie jetzt vor, 15 Burger zu essen? Jein. Es kommt darauf an, wie weit wir. Oh, das ist schön, dieser. Oh, das sieht er. Oh Gott, das geht viel zu schnell. Viel zu schnell. Stress Colin ist im Studio. Also, wir fangen an mit den hier, ja? Komm hier mit den Hamburger Soße PW. Mhm. So, erstmal ist natürlich die Frage, wie wird sie geöffnet? Ich bereite dir schon was vor. Geil. So. Mhm, okay. Ja, ja. Den Geruch kennen wir. Riechst du das Kraut? Ja, natürlich, natürlich. Kraut drin. So, also, das ist mit das Erste. Dann natürlich Morti. Original Hamburger Dressing, wahrscheinlich so dänischer Art, ja. Eine dänische Variante. Wie auch immer sich das. In der Mitte, Fake TV. In der Mitte immer mit einem Löffel eine Kuhle reindrücken. Dann bleiben sie flach. Oder man hat natürlich einen guten Clamshell-Grill. Ah, verstehe. Okay, das ist eine andere Variante. Das rieche ich schon. Das wird spannend. Das PW Burger Dressing, das ist natürlich spannend, wenn einmal die Hamburger Soße und das Burger Dressing aus demselben Stall. Mhm. Das riecht aber schon wieder nach der Krautdominanz. So, die hier nehmen wir auch. Die sieht nämlich auch gelb aus. Genau, Pfeffer rein. Ja. Ja. Sehr gut. Sieht gut aus. Ah, hier haben wir natürlich haben wir die Abreißlasche. Ist herrlich. Das mag ich hier gerne. Das ist ein schönes Gefühl. Es gibt einem das Gefühl von. Ja, ist aber auch, ne? Es geht in dieselbe Richtung. Ein bisschen krautig. Ein bisschen Essig. Ja. Ja. Noch mal ein anderes Weiche. So, pass mal auf, wir haben jetzt fünf Fleischer, ne? Ja, fünf Fleischis. Ich lege noch einen von den Brötchen von gestern dazu. Ist ein bisschen größer, nicht wundern. Aber wir haben sie ja eh. Ich wollte mal einmal die geschmacklichen Unterschiede feststellen. Ja, ja. Ach komm, wir machen jetzt einfach die hier noch dazu. Ja. Obwohl. Wobei, nee, in dieser Rutsche müssen wir gleich bleiben beim Brötchen. Das ist sonst nicht richtig. Ja, das stimmt. Da geht's nämlich schon los. Ja, wir müssen jetzt konform bleiben. Okay, ich glaube, den Herd können wir ausmachen. Oh, ja. Entschuldigung, lieber Kackbärt. Ja, jetzt hat er doch entschieden, heiß zu werden. Und dann kannst du direkt starten. Genau. Dann müssen wir nämlich. Die kannst du ja schon vorbereiten, oder? Im Prinzip ja, aber ich würde gerne erstmal erstmal pur kosten. Okay. So, gibst du mir bitte mal gleich zwei Löffel, wenn du die Wendung hast, die ist eindeutig wichtiger. Oh ja, die brauchen nicht mehr viel. Sieht gut aus, sehen super aus. Ja, ich glaube, wir kommen auch mit einer Pfanne klar. Ich werde derweil. Was geht denn hier? Bin ich der Einzige, der aggro wird? Warum wirst du aggro? Im Pfannenwender. Gedämpfte Huscheln, ja, wunderbar. Bitteschön. Die gedämpften Huscheln. So, wir nehmen uns jetzt, würde ich vorschlagen, beide einen kleinen Löffel. Mhm. Und los geht der Spaß mit der ersten Soße. Soße! Nicht Soße. Sagst du Soße oder Soße? Soße. Ja, ist ja auch richtig. Oh, erstmal schütteln hier. Sagst du Soße? Ich sag anscheinend laut einhelliger Zuschauermeinung oft Soße. Kennst du noch den Ausdruck? Soße. Kennst du noch den Ausdruck Tunke? Ja, sicher. Ja, sicher. Tunke. Tunke. Oh, guck mal hier. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist so, so kennen wir das, ne? Ob Backfisch, Hotdog oder Hamburger, in klassischen Pommesbuden, in Westfalen, in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, war das so die. Ey, vom Geruch weiß ich schon, sie wird mir schmecken. Ja. Also. Ja. Snackdressing. Ist so. Stückig. Es ist das Snackdressing. Hinten raus ist so ein bisschen Einsamkeit zu spüren. Ja, wird schnell dünn, ne? Es gibt aber erst noch so einen kleinen Säureangriff und dann ist nichts mehr. Genau. Dann bleiben dir nur noch so ein bisschen so diese Krautfetzen im Mundraum. Das ist einfach nur noch ein bisschen verlustieren. Stimmt, ist einfach nur Krautsalat, ne? Das schmeckt, das habe ich noch nie so drauf geachtet. Das ist einfach nur lamer Krautsalat. Was mir ganz gut gefällt, ist tatsächlich, dass du nicht den klassischen schäbigen Süßstoff-Nachgeschmack hast. Nö, also zu süß ist sie erstmal so nicht. Tatsächlich. So, diesen, der dir den Hals einmal ummantelt mit Saccharin oder so. Wie viel Zucker ist drin? Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal direkt, oder? Ja. Okay. Weil sonst wird nämlich das Fleisch, das wollen wir nicht kaputt machen. Aber jetzt müssen wir es natürlich leicht salzen. Mache ich für dich. Wir wollen nicht zu geizig sein mit der Soße, oder? Nein, nein. Soll ich ein bisschen pfeffern auch schon? Ja, bitte ein bisschen pfeffern. So. Jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Wollen wir denn auch schon das Original Hamburger Dressing dazu probieren? Können wir? Also das war jetzt gut. Da können wir uns beide einigen, genau. Ach, das wird natürlich schwierig. Das ist einfach, man hat nie genug Platz. Ach, schön. Uah.
Ja. Wollen wir oben auch noch ein bisschen Soße drauf? Na, natürlich, Colin. Was sind das für Fragen? Wir dürfen nur nicht durcheinander kommen. Also, PMW, Hamburger Soße, auch bekannt als Snack. Ich mach's mal in den Deckel, da kann man es leichter drauf stülpen. Boah, hab ich Bock jetzt drauf. Hab ich da jetzt Bock drauf? Krogi, du auch? Machst du auch einen fertig? So. Ja, ich würde sagen, aber den machen wir halbe-halbe. Wir kommen machen ja sonst, das einfach. Ja, okay. Wenn du mir jetzt noch ein geiles Profimesser geben kannst. Gib dir mal einfach dieses Brötchenmesser. Das ist super. So, ich mache jetzt einfach mal hier den. So, ich glaube, wir müssen das Fleisch, ja. Wir dürfen uns nicht. So. Ach, guck mal, das hat aber doch eine schöne. Das hat doch viel Schönes in der Mitte hier. Oh. Das hat noch so einen leicht rosa Kern. Oh, das ist gut. Hier hast du gut, so gut gebraten. Hammer. So, dann lass uns mal gucken. Wie ist Snap gleichfalls? Hm? Vielleicht kann für mich noch ein bisschen mehr Salz vielleicht haben. Mhm. Aber weißt du was? In sich schon sehr homogen. Mhm. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr Pep, auf jeden Fall. Bin ich auch bei dir? Ja. Schmeckt ganz gut, ist aber sehr unaufdringlich. Obwohl sehr, jetzt sehr unaufdringlich. Beidschichtig Soße aufgetragen haben. Keine Frage. Ich gedacht, da könnte noch mehr drauf. Das meine ich ja mit dem Homogen. Ja. Es ist nichts im Vordergrund gerade, weißt genau. du? Genau. Ja. Gut. Aber spannend auf jeden Fall. Ich würde sagen, es ist direkt Zeit für die zweite Soße. Ja. Liebe Aufnahmeleitung, wenn wir noch zwei Gläser haben könnten, mit Wasser, dann wäre das super. Dann könnten wir mich zwischendurch den Gaumen spülen. Mhm. Wir probieren jetzt mal eben kurz hier die Original-Hamburger Soße. Oh. Dressing. Die kenne ich nicht. Aus Dänemark. Die sieht nämlich schon wieder ein bisschen anders aus. Die geht wieder eher in die. Oh, die ist viel orangener. Viel rötlicher. Oh, ja. So ein bisschen so, so. Aber Stücke sind Cocktail-Soße auch. Cocktailsoße hier. Ja, das sind so auch so. Oh, ja, Thousand Islands Salat. Ja, so in so eine Richtung. Da ist ein bisschen, ist glaube ich auch Gurke drin. Eingelegte Gurken sind drin. Essig, Salz, modifiziert. Ich bin gespannt. Aber jetzt. Ja. Mhm. Mhm. Viel Ketchup. Mhm. Ketchup, Gurke. Sehr gurkig, sehr ketchupmäßig. Sind ziemlich säuerlich, ne? Sehr säuerlich. Sind auch deine Gurken, die du nicht magst, eigentlich, oder? So ein bisschen? Ja, es kommt wirklich auf die eingelegten Gurken an. Die von McDonald's, wie gesagt, sind schlimm. Mhm. Fast alle anderen finde ich okay, aber die von McDonald's sind echt blah. Aber sie ist interessant. Sie ist ein bisschen interessanter als der bekannte Snackdressing tatsächlich, weil sie hat ein bisschen mehr Ausstrahlung. Das stimmt. Sie hat mehr Charakter, bringt sie mit, ne? Finde ich. Und ich glaube nämlich auch deswegen, dass wir hiervon ein bisschen. Also ich versuche jetzt mal die gleiche Masse unten und oben zu verteilen. Ja. Ist aber sehr ketchup-mäßig, ne? So ein bisschen so wie so eine intensive Cocktail. Ja, oder wenn du Ketchup mit Mayo mixt einfach. Oh ja, ich liebe Ketchup mit Mayo. Ja, ich liebe das auch. Lieber ein bisschen mehr Mayo oder lieber ein bisschen mehr Ketchup? Oh, lieber ein bisschen mehr Mayo. Ja. Okay. Das ist eindeutig. Sehe ich ganz genauso. Ja, alles klar. Geht in die Richtung, geht in die Richtung. Schaut's euch mal an, hier auch das stückige Bild. Das ist so ein bisschen, du kannst mit der Zunge drüber lecken und ab und zu gibt's mal einen Huppel. Bleib mal drauf. Ja. Achtung. Jetzt kommt, pass auf. Mm. Wir könnten einen Party-Service aufmachen. Das können wir wirklich. Wir werden nur nichts verdienen, weil wir sehr langsam sind. Das stimmt. Also, hat jetzt jeder einen Snack? Nee, halt die Fresse. Bleiben Sie denn, die Gäste werden ungehalten. Ey, aber guck dir das an. Das sieht schon geil aus. Zeig das mal einmal. Bitte, das musst du so zeigen. Das sieht einfach fantastisch aus. Miniaturburger, wie gut das alles ist. Mhm. Der Burger an sich. Oh, das Brötchen, das ist doch super geil. Das ist super. Die Brötchen gehen auch gut mit, übrigens, möchte ich sagen. Die gehen echt gut mit, genau, ne? Das, was wir erwartet haben. Ja, sie dominieren es nicht und sie sind nicht zu fluffig. Das ist geil. Das ist gerade ein richtiger Ritterschlag, ohne Scheiß. Ja. Das Colin ist nämlich auch immer, du bist immer sehr ehrlich, das feiere ich so an dir, schätze ich auch so. Und du willst mir auch gerade sagen, wenn sie scheiße sind. Und das sind wirklich gut. Das würde ich, wenn sie scheiße sind, würde ich vielleicht in schönere Worte klagen. Ja, natürlich, aber ich würde es verstehen. Das ist das Gute, ja. Ja, genau. Das ist, wir können ja, dann nächstes haben. Die Soßen verhalten sich komplett anders, ne? Total anders. Und ich bin gar nicht. Ah, das wusste ich doch. Das ganze Aufdringliche ist überhaupt nicht mehr so aggressiv, finde ich. Das stimmt, aber ich finde trotzdem, sie verweigert so ein bisschen die Partnerschaft einzugehen. Das stimmt. Ja. Ich weiß, sie hat diese Säurehaftige noch, definitiv. Aber es ist nicht mehr so extrem wie pur, logischerweise, weil du mehr Textur im Mund hast. Ja. Aber es ist trotzdem noch so ein bisschen, du hast erst das Gefühl, es ist wie so eine bittere Sense, die dir einmal durch den Mundraum fährt. Die ist aber auch schnell wieder weg. Ja, das meine ich. Dann bleibt so ein bisschen das Fleisch oder das, was das Fleisch halt an Geschmack mitbringt, noch übrig.
und von der Soße ist nicht mehr viel da. Also die sagt sehr schnell, hier war ich, jetzt bin ich aber auch wieder weg. Ich habe noch einen Termin im Keller. Die ist aber doch länger da als die andere, was natürlich aber auch an der Sense liegt. Ja. Ja, die Sense hat schon mal richtig reingehauen. Aber tendenziell würde ich lieber von der noch ein bisschen mehr nehmen. Mhm. Also das ist mir noch nicht, das ist okay, aber hat mich jetzt nicht begeistert. Das ist ja auch ein bisschen nach Hause kommen, diese andere Soße. Ja, das ist auch richtig. Apropos nach Hause kommen, die nächste Soße. Ach, das sind ja Gläser, fantastisch. Wollen wir vielleicht einmal spülen? Ja, gerne. So, jetzt müssen wir nur noch Wasser haben. Ja, das ist mein Wasser. Das kann ich für mich nehmen. Hiermit habe ich allerdings aus der Flasche getrunken. Das kann ich dir nicht geben. Nein. Das machen wir natürlich nicht. Okay, das war jetzt schon mal ganz spannend. Aber es geht natürlich noch. Aber ich bin auch begeistert von dem Fleisch. Es ist doch so simpel. Weil wir haben nichts damit gemacht. Nee, also das kann man natürlich noch aufregender irgendwie, also grillen und sonst wie und alles. Und noch dicker. Aber das ist einfach nur, ein vernünftiges Rinderhack. Also jetzt super gut. So. Ich muss mal einmal kurz an der Fettfront gucken. Was denn kalorientechnisch? Ob das jetzt hier ein gigantischer Unterschied. So, können wir schon mal was an die Wertungstafel schreiben? Ja, können wir sofort machen. Weil ich habe Angst, dass wir gleich alles verloren. Ja, ich würde die gute Eins. Ja, aber ich würde erst noch mal. Ich brauche noch einen dritten. Ich muss so ein Gefühl haben von so einer gewissen Basis. Das verstehe ich, ja. Du musst mal ein paar Kandidaten durchs Ziel gejagt haben, um zu wissen, was ist schnell. Ein paar Turmspringer müssen da gewesen sein, zu wissen, Körper ist scheiße. Also hier haben wir auf jeden Fall 250 Kalorien in der hier pro 100. Und hier haben wir 281 Kalorien. Also das ist nicht die Welt. Nee. Ein bisschen fetthaltiger. Hier sind es nur 20% Fettanteil und hier sind es 25. Aber das ist natürlich vielleicht auch genau das, was den Unterschied macht. Was den Unterschied macht. Captain Fett ist halt auch ein treuer Begleiter auf den Gourmet-Meeren. Wie siehst du das? Du bist jetzt wirklich nur für den Geschmack hier und da, ne? Dir ist doch der Fettanteil letzten Endes vom Gesundheitsaspekt völlig egal gerade, oder? Jetzt gerade ja. Das meine ich, genau. Nur aber ich freue mich natürlich auch immer, wenn Grüße an Gino gehen natürlich auch raus, wenn man irgendwie das Gefühl hat, so wie die Werbung es immer verspricht. Glauben Sie, dass dieser Triple Chocolate Cake gerade mal so viele Kalorien hat wie ein trockener Rice Krispy? Nein, doch. Und der, weißt du, und dann denkst du wirklich, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es schmeckt wie ein vollwertiger Triple Chocolate Cake und hat wirklich nur die Kalorien eines Rice Krispies. Ja, das ist ja auch geil. Und so verarschen sie einen immer, weil natürlich schmeckt immer scheiße. Natürlich. Das ist so wie so Low Fat Frischkäse. Das ist auch so ein, boah, das ist so stückig. Da, weißt du, da schnallst die Zunge nicht durch, einmal durch so ein. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber stell dir vor, du hast normalen Doppelrahmenstufen Frischkäse. Mhm. Der macht einfach so eine schöne, etwas leicht stumpfe, aber doch sehr fettgeschmeidige Patina. Genau. Mhm. Es flutscht einfach gut, so wie es sein soll, wie ein gut geöltes Uhrwerk. Ja. Und dann hast du diesen anderen und da hast du eher das Gefühl, das ist so tschuk, 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 das stückelt so. Das ist schon so trocken. Kenne ich. Und du hast das Gefühl, es reiben sich so Milchwürste, weil es einfach nicht fettig genug ist. Merkst du selbst mal Milch? So. Ja. Aber das ist ja auch so 0,1% Fettmilch. Das kann ich bringen. Ich habe jetzt Erdnussflips für mich entdeckt, reduzierte. Das geht allerdings. Ja, gut, ich bin jetzt generell nicht so ein Erdnussflips. Ja, Freund. Natürlich großer Fan. Ist das so, ja? Ich liebe Erdnussflips. Okay. Ganz groß finde ich die. Weiter geht's hier. Weiter geht's mit der P&W. Nee, warte, Moment, halt, stopp. Doch, jetzt kommt das P&W Burger Dressing. Mhm. Also nicht die Hamburger Soße aus guten alten Zeiten, sondern. Burger Dressing. Ich schätze wieder ein bisschen rötlicher, wetten? Ja, irgendwie, ja. Ich glaube, bei. Ich habe so eine kleine Garko-Haube drauf. Dankeschön. Du, bei Pommes wollen sie immer schön ins Weißliche rein, ins Cremige, und bei Burger wollen sie immer ins Rötliche. Ja, ich sag dir, das ist irgendwie. Das ist glaube ich, die Big Mac-Soße. Guten. Danke. Ja, es riecht nicht ganz so stark nach Wilhelmer Weinessig, war hier. Ist für mich jetzt schon schwer zu unterscheiden. Mm. Aber der Grundgeschmack. Geht doch sehr Snack-Dressing. Snack-Dressing, oder? Das würde ich original Snack-Dressing. Hat die gleiche Stückigkeit, würde ich auch sagen. So ein bisschen mit Farbe, ein bisschen Klatsch-Ketchup für den. Warte mal, lass uns mal Inhalte. Das müssen wir vergleichen. Also, da ist auf jeden Fall auch Krautsalat drin. Finde ich aber ganz geil. Muss ich sagen. Ist milder. Also, hier ist erste Zutat, die genannt wird. Und wir wissen ja, die erste Zutat ist immer die anteilmäßig am meisten drin ist. Rapsöl. 31% Fett in der hier und 25% Fett in der. Dann kommen, hier ist dann Zucker die zweite Zutat. Scheiße, ficken. Das sind 16, hier sind es nur 14 Gramm. Zucker, Branntweinessig, Blumenkohl. Branntweinessig, Wasser, Weißkohl. Weißkohl, Gurken, rote Paprika, rote Beete. Okay, das ist die gleiche Soße. Und hier sind es Blumenkohl, Zwiebeln, Salz, Gurken.
Also es ist schon anders. Aber der Grundgeschmack ist so, ne, man ist von die Herkunft. Vom Anteil anders, ja, ja. Aber es ist irgendwie schon dieselbe Charge. Das sind so wie Geschwister halt einfach. Ja, irgendwie ne? So ein schon, bisschen. Ne? Ja, ja, definitiv. Finde ich aber nicht schlecht. Nee, also jetzt pur war die super. Die war echt gut gerade. Pur war die super, absolut. Jetzt müssen wir mal einmal gucken. Ja, du breitest dir das vor. Soll ich dir mal einen kleinen, haben wir nicht noch einen kleinen Serviertellerchen? Dann sieht das auch ein bisschen ansprechender aus für den Zuschauer. Ich habe diesen hier für dich. So, guck mal hier. Jetzt, stopp. Wir wollen jetzt ja nicht unser System hier. Also, wir machen eine kleine Soßenschnecke auf die Unterseite. Zip. Soßengeiz ist auch der, das ist übrigens der schlimmste Geiz, mit dem es gibt. So, sieht auch top aus. Jetzt machen wir aber, komm, jetzt machen wir es wieder auf den Deckel. Ist einfach zu wenig. Wenn das Hackfleisch runterfallen würde, dann wäre auch das, oh Gott. Schreibt jemand, jetzt können wir auch die Remoulade daneben stellen und wird merken, dass sie auch gleich schmecken von P&W. Ich glaube, die Remoulade schmeckt schon anders, aber die haben wirklich einen sehr ähnlichen, eine sehr ähnliche Basis. Ja. Ich würde auch sagen, man hat das Gefühl, die haben die gleiche Ausbildung genossen. Ja, absolut. Wir haben dann irgendwie gesagt, so, ich will eher in Sanitärfachbereich, ich will eher Heizungsbauer werden, aber wir haben beide dieselbe Schulbank. Gib mir doch bitte mal einmal eine Gabel. Dankeschön. Dann kann man es mir noch schöner schneiden. Das ist jetzt auf einmal wichtig geworden, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Ich will ja nur, es gibt ja Leute, die Brot so schneiden, wie ich es hasse. Wie? Nicht, also man nutzt nicht. Ich mach die Tube da im Vordergrund bitte weg. Was? Welche Tube im Vordergrund? Ich sehe nur Tuben im Vordergrund. Leute, die weniger, die hoffentlich scharfe Riffelkante des Messers nutzen, also sie soll ja sägen, weißt du? Und nicht drücken. Und dann drückst du wie bei Brötchen, Leute, die es dann nicht abwarten können, hast du immer diese dicken Futzel drin. Ja, du musst ich schön, säge lieber lange hoch. Schön hoch, langsam, genau. Ja, das Messer will alleine rein. Genau so. Eigentlich. Das Messer, ich drück das doch jetzt nicht kaputt. Mann, das haben wir doch schon bei Miracle Blade 2 gelernt damals, mit Chef Tony. Shoutout an Chef Tony. Das kann man doch mal sagen hier. So, hier, am besten, warte mal, ich nehme die einfach selber. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht auch wieder gut aus. Fleisch ist jetzt durch. Ja, natürlich. Ja, sicher. Da merken wir uns aber, die Bratstraße ist noch nicht optimiert. Ja, man schmeckt am Fleisch, dass es ein bisschen im Fett zu lange gebadet hat jetzt. Mhm. Ne? Aber insgesamt bin ich doch sehr begeistert gerade. Finde ich auch. Die Brötchen sind aber auch lecker. Ja, danke. Was ist mein Gewinner bislang? Von den dreien? Ich bin bei dir. Oh, das will ich. Die umgarnt das. Die hat auch so eine schöne Salzigkeit. Und es ist alles schon vorbereitet, dass alles in den Körper eindringen kann. Weißt du, was ich meine? Dieser Fettfilm. Absolut. Ja. Man hat das Gefühl wirklich, dass die Soße wie ein zärtlicher Liebhaber, das umgarnt so jeden Teil des Brot-Fleischklumpens. Wie so ein Körpertorpedo. Ja, es will überall, das will alles erforschen, jeden Winkel benetzen. Und dann, dass man wirklich das Gefühl hat, ein komplett Klumpen. Das nur zum Fettgehalt, aber sie ist auch nicht zu sauer. Nee. Ist auch nicht, klar, sie wird süß sein, aber schmeckt auch in Kombination mit dem Fleisch und dem Brot echt super. Ja. Und es ist auch stark genug. Ja, das, genau. Was du eben bemängelt hast bei den beiden Soßen. Die ist intensiv genug, aber eben nicht zu sehr. Tomatenfruchtig steht drauf. Tomatisch, fruchtig, gut, da kann man jetzt drüber diskutieren. Ja, okay, das ist Quatsch, sind wir ehrlich. Aber also fruchtig ist, aber gut, irgendwas muss ja draufstehen. Was steht denn hier drauf? Salzig, sauer. Nee, das steht nur drauf für Hamburger und Chicken Nuggets. Und hier steht auch drauf für Hamburger und Chicken Nuggets. Also, ich würde jetzt auch sagen, das ist die beste. Bislang, ja. Bislang. Absolut. Was wir natürlich jetzt nicht machen, man kann ja auch Soßen kombinieren. Ne? Zum Beispiel eine Mayo mit einer Barbecue-Soße, dann noch karamellisierte Zwiebeln dazu oder so. Ja, gut, ehrlich. Das ist dann auch so eine schöne Melange. Aber wir wollen ja hier ein bisschen nach Purististan fahren. Und, Müssen wir, sonst kommen wir ja zu keinem vernünftigen Ergebnis. Wir haben auch ein ganz okayes Preis-Leistungs-Verhältnis, meine ich. Aber das müssen wir gleich herausfinden. Das weiß ich leider gerade nicht mehr, weil ich glaube, ich müsste vielleicht nachher noch mal auf die, wenn wir eine Werbepause machen, die ja garantiert kommt, müsste ich noch mal gucken, ob ich die Dings dabei habe. Colin, Kassenboss, komm, wir müssen noch. Ja, aber dann. Nee, komm, einen noch. Ja, würde ich sagen. Und zwar den kleinen gelben Boy, den wir eben zurückstellen mussten. Der soll ja jetzt nicht das Gefühl haben. Ich bin ja ganz aufgeregt, wenn endlich mal deine Tafel hier zum Einsatz kommt. Ja, jetzt kenne ich ja gleich. Aus unzähligen Best-ofs. Und also ich kenne die Tafel immer nur. Das ist für mich Messerlöffel Gäbel, diese Tafel da. Die Tafel? Ja. Ja? Ja, wirklich. Okay, und nicht die Chili-Wurst, die auf dem Boden fällt? Nein. Ach, komm, das passiert allen. Aber die Tafel, da hast du was. So, guck mal her. Ja, das ist das Senf, oder? Das ist wieder so eine Mischung aus, ne? Aber die Farbigkeit, die macht mich schon nicht an, muss ich sagen. Ja, aber das sieht ein bisschen so aus. Bisschen wie Snackdressing, aber. Snackdressing, aber nicht so geil. Aber noch mehr Plastik. Ja, es rutscht auch so. Gut, da war jetzt ein bisschen Wasser bei mir. Das ist komisch, ja. Ja, wässrig, ne? Ja, es hat so ein bisschen was von so einer Larve. Ja, gut, nachdem.
Schmeckt auf jeden Fall anders. Ja. Hat da sind Äpfel drin oder so? Irgendwas Fruchtiges da drin. Also ich, ja. Die haben irgendeinen anderen Curry oder so ist da, glaube ich, auf jeden Fall drin. Curry ist auf jeden Fall drin. Weißkraut, Glukose-Fructose-Sirup. Okay, das kommt direkt nach dem Branntweinessig. Was auch immer das genau bedeutet für unsere Frage. Mm, ja, nicht viel eigentlich. Sehr fett. 37% Fett. Das Gefühl hatte ich aber auch. Ja. Da dass das auch nicht fettig ist. Das ist eine richtige Sodbrennparty. Also sie sieht optisch schon ein bisschen, will sie sich anbiedern bei dem Snackdressing. Mhm. Ja, wir nennen Snackdressing, es tut mir leid, P und W, aber wir sind damit groß geworden. Ja, was soll man machen? Und das waren auch die großen, das waren immer die großen Packungen, ne? Die waren fantastisch. Die in der Mitte so eine Halte, ja. So eine Halterippe hatten. Mutter, gib mal her, jetzt. Und wenn dann am Schluss, dann mussten die immer runtergeschlagen werden. Hat's gespritzt, der ganze Tisch war voll. Ja, ja und du hast dann auch, du hast Angst, dass du derjenige bist, bei dem eigentlich die Packung gewechselt werden müsste. Ja, absolut. Aber der Verkäufer zu geizig ist, weil er das Gefühl hat, ach Quatsch, er hat eh nicht aufgepasst. Und ich sitze da mit bebendem Gemüt und Tränen in den Augen, weil ich weiß, das ist mein Hotdog. Ja, wirklich. Mit Soßengeist, ist doch scheiße. Das kann ich alles komplett bestätigen. Das ist so grauenhaft. Das ist auch ganz schön bei Subway manchmal, wenn die da mit den Soßen. Ich esse ganz gerne mal ein Subway. Ja. Sub. Und, also ganz gerne, selten, aber tatsächlich manchmal ganz gerne. Mich nervt die Auswahl. Ich weiß, ich nehme immer das Gleiche. Aber es ist auch egal. Ich will gar nicht, aber da gibt es auch Soßen. Und das ist halt manchmal auch so. Die schütteln die dann nicht vernünftig und machen so ein bisschen. Und dann sage ich immer, bitte noch ein bisschen mehr. Und dann so, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann wird es einem auch peinlich beim dritten Mal fragen, dass man mehr bekommt. Und einige sind so, ach, können wenn du dann da diese Furzgeräusche schon hast und weißt, komm, auch nicht. Bisschen Soße noch. Und dann kommt ja, ein kleines bisschen aber noch, bitte. Die können dir eine Nudelsoße bestellen. Ja, ja. Komm, unser Fleisch ist gerade super durch. So, wir müssen das mal. Wir sind durcher als durch. Wir sollten die zwei Patties eben noch essen. Einfach nur aus Respekt vor dem. Also, die hat so einen ganz leichten Hang zur Curry-Fruchtigkeit, sag ich mal. Aber. Absolut. Ich sag mal, besser als sie aussah. Also, wir packen einmal die Soße drauf. Ja, ich bin auf den wirklich Verkostungstest mit dem Fleisch gespannt. Mhm. Alle Soßen haben sich wirklich anders entwickelt mit Brot und mit Fleisch. Ah, es riecht ein bisschen nach Burgerbraterei auch endlich. Ja, das ist auch schön. Finde ich gut. Ja, gut, ich glaube, das letzte Stück Fleisch ist fast schon nicht mehr fair noch. Dass es zum Einsatz kommt. Ah, die waren immer noch eigentlich relativ saftig. Also, ja, das stimmt. Wenn es jetzt trocken wird, dann bin ich bei dir. Solange es saftig bleibt, ist es eigentlich okay. Ja, aber so ein bisschen so ein Oldschool-Fettig-Geschmack, finde ich. Ja, weil es mittlerweile schon altes Fett ist. Ja, genau. Die andere Pfanne, ja, die ist aber noch so heiß. So, das sieht auf jeden Fall auch wieder ganz gut aus. Der Weißabgleich ist aber so ein bisschen, ne? Also meine, oder zumindest der Monitor. Ah, das, guck mal, jetzt wird's doch schöner. Jetzt wird's doch lecker hier. So, wir machen wieder einmal Captain Schnittibus. Die sind wirklich fantastisch. Also, Colin, das hätte ich nicht gedacht, dass wir so schöne Produkte hier auf den Teller bekommen. Ich hätte ich auch nicht. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, okay, komm, wie gemalt. Kann man. Wie ein Comic. Sieht super aus. Also schon ein bisschen gut durch, aber das ist unsere Schuld. Ja. Da können wir kann ich leider in diesem Fall weder der Pfanne noch dem. Okay, ich hau direkt. Ja, hau rein. Hallo. Soße. Soll ich das mal den kleinen Koch kosten? Hey, kleiner Koch. Was hast du? Du wolltest Soße essen? Ja, das wollten wir auch. Was sagst du? Das ist ja pures Fett, aber ohne Geschmack. Ja, das finde ich auch. Das stimmt, da hat der kleine Koch recht. Da hat der kleine Koch wirklich absolut recht. Da, wir hatten so viel Soße. Ich hatte wirklich, es ist übergequollen vor Soße und es hat keinen Geschmack. Nein. Also ich bin auch überrascht tatsächlich, weil ich hätte es nicht erwartet. Aber du merkst einfach nur, und das hast du eben schon mit dem Fettanteil, du merkst einfach, dass es nur fettiger wird. Es ist im Mund nur fettiger, aber ohne Geschmack. Also da muss ich jetzt auch sagen, da hätte ich mir mehr erhofft. Ja. Die Purverkostung fand ich gerade ansprechend. Aber jetzt war das, also es war dazu geeignet, dir ein insgesamt geschmeidiges Kaugefühl und einen guten Flutschball. Also da will ich jetzt nicht sagen, dass es den Zweck, das alles zusammenzukriegen. Ja, so Vaseline-artig, ey, das war. Aber geschmacklich wenig aufregend. Wenig aufregend. Also es ist wirklich, wir haben Curry ordentlich Soße. Bisschen Curry ist durchgekommen, ja, aber nicht viel. Also das ist aber jetzt nicht zufriedenstellend. Nee, nee. Muss ich sagen, das ist jetzt gerade mein. Das ist Low End. Mein Schwester, ja. Absolut. Also gut, fangen wir doch einfach mal an. Wollen wir nicht das eine Stückchen jetzt noch nehmen? Ach, jetzt kommst du. Nee, guck mal, jetzt ist doch ganz traurig, wie das hier liegt. Gut, gut. Ich meine, du hast doch vollkommen recht, aber das ist jetzt. Jetzt geht's noch. Haben wir denn irgendeine Soße, die sagt, wir kommen hier aus diesem. Ja, wenn wir da ein Problem haben, ist natürlich schwierig. Classic. Komm, probieren wir mal Classic. Das ist jetzt hier, wie gesagt, Burgerliebe Classic Nummer 1. Also, ob es Nummer 1 ist oder Nummer. Also, das weiß man natürlich nicht so genau.
weil es das meistverdiente, oder aus der Serie die Nummer 1, damit man weiß, bringst du bitte einmal die 4, 7 und die 9 mit. Die 3 hatten sie nicht mehr, aber die 8 habe ich dir doch. Nein, ich hasse die 8, das weißt du doch. Nein, scheiße. Gib mir die 1 wieder. Darf ich schnüffeln? Na klar. Es kommt nicht viel, ne? Da kommt ja gar nichts. Aber das ist vielleicht auch nicht schlimm. Hey, das macht mir gerade Mut, ehrlich gesagt. Ja, du willst die Gäste ja nicht direkt vergraulen, wenn du die Dosen öffnest, sagen wir mal. Ja, genau. So. Schauen wir mal, gut. Ja. 5 Euro, wenn du hinterher den... Jetzt bin ich gespannt. Das trinkst du übrigens. Hab ich schon schlechter Geld verdient. Du, ich habe eben auch ein Rosei getrunken. Gut gefällt mir das Spritzbild. Guck mal, das ist nämlich sehr fein. Das ist ein feinporige Düse. Ja, die macht einen kleinen... Oh ja. Ne, so einen kleinen... Oh ja. Und wenn du intensiver drückst, kommt natürlich ein dickerer Schwall raus. Dann ist natürlich der Tisch voll. Ja, so ist das, aber du kannst ein bisschen besser dosieren. Auf jeden Fall ganz anders. Mhm. Ganz anders. Die schmeckt ein bisschen... Nach Ei schmeckt. Mhm. Ja, so ein bisschen wie so eine... Ei-Senf? Genau, Senf, das ist es. Senfig, eiig, so ein bisschen wie so eine... Aber auch eine leichte Schärfe kommt da hinten noch raus. Ja, absolut. Ich habe eine ganz sanfte Britzelparty auf dem Zungenrücken. Mhm. Ja, hinten, ja. Mhm. Ich auch. Aber so, dass sogar Leute, die sagen, ich esse nicht gern scharf, glaube ich, da jetzt nicht schreiend zum Klo rennen würden. Nee, ist eine gute Alternative, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall. Also schmeckt interessant. Genau. Die schmeckt nicht schlecht. Aber es muss ich natürlich jetzt beweisen mit dem Fleisch zusammen, denn der Löffeltest allein soll heute nicht ausschlaggebend sein. So, guck mal, jetzt pass mal auf hier. Na, erstmal kleine Spritzrolle hier. Sie heißt Klassik. Sie will ja wahrscheinlich auch so sein wie die, die wir gerade genutzt haben. Ja, also die will zumindest so der Standard sein. Wenn du da stehst, orientierungslos von Nummer 1 bis 47, dann dass du irgendwie so sagst, so heute zum ersten Mal nehme ich mal die 1. Genau. So. Hier nochmal drauf. Furzt ein bisschen. Ja. So. Ich habe bei der jetzt ein bisschen nur die Befürchtung, dass sie geschmacklich auch sich sehr zurückhält in Kombination. Das ist so meine Befürchtung. Ja, so, das kann sein. Die mal hier hin. Aber sie ist natürlich ganz anders produziert, sehr wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Wobei ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch eine absolute Lüge, aber ich vermute es. Weil sie auch anders riecht, sie riecht nicht so intensiv, schmeckt aber dafür relativ stark natürlich. Mhm. Vielleicht haben wir Glück und sie verhält sich doch ein bisschen aufdringlicher auch im Mund. So, sieht gut aus. Dankeschön. Ich finde auch, dass sie gut aussieht. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also, wir haben die leichte Stückigkeit. Sie war sehr intensiv. Wir erinnern uns an Senf und eine gewisse Restschärfe. Ja. Ne. Man hat das Gefühl, man muss Soße nachnehmen, ne? Du musst Soße nachnehmen. Du musst Soße nachnehmen. Das ist... Also... Sie hat ein bisschen Senfigkeit noch. Hm. Aber nur zu dem Zeitpunkt, wo du nicht Soße mit Fleisch und Brot verbunden hast. Ja. Es gibt so Momente am Rand des Brötchens, wo du Soße alleine im Mund hast. Dann schmeckst du sie. Und das bringt ja auch nichts. Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, dann nimm einfach mehr Soße. Ja, natürlich kann man das auch machen. Aber irgendwann wird das ja auch total unverhältnismäßig. Natürlich. Muss ja auch noch essbar bleiben. Also eigentlich sehr lecker, aber ich finde auch, sie hat sich einfach zu vornehm zurückgehalten jetzt im Gesamtbild. Da ist es eher eine Soße in Kombination mit einer anderen Soße, wo sie dann stark ist. Dass du unten diese nimmst, oben noch ein Kontrastbild. Das wäre der Punkt. Vielleicht ist das genau das, was du sagst, dass man das mit irgendeiner, keine Ahnung, mit irgendeiner Kombination, dann hast du so eine wunderbare Melange im Gaumen. Ist ja also auch nichts Untypliches oder Unübliches, ne? Das wird ja schon oft gemacht. Ja, selbstverständlich. Aber das ist natürlich für unseren Test nicht relevant gerade. Ja. Und da würde ich sagen, ist sie doch eher vergleichbar mit dieser sehr fettigen Soße gewesen vom Anfang. Ja. Die natürlich auch eigengenommen sehr geschmacklich okay war, aber jetzt mit dem Burger, naja, so ein bisschen ins Undurchsichtige geht. Ja, ne? Also, genau das. Ja, also, so ein bisschen ins Fadenscheinige. Ja, genau. Da fragt man sich dann eben, wofür die Kalorien? Ja, natürlich. Ne? Hätte ich mir die auch sparen können? Wahrscheinlich nicht. Dann hätte man einfach nur ein trockenes Brot. Ja, das schmeckt dann natürlich ganz anders. Mit trockenem Fleisch. Das aber ist klar. Gut, aber ich will noch einmal hier schauen, auch auf den, weil das könnte natürlich hier interessant sein. Ja, 38,5 Gramm Fett auf 100. Das ist natürlich auch schon ordentlich fettig. Mhm. Gut, wir hatten Mayonnaisen, die natürlich in den 80%-Bereich gingen, natürlich, als wir die Mayo-Verkostung hatten. Und es ist vegan, das sei an dieser Stelle noch genannt.
Ah, das ist körniger Senf ist drin. Okay, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, finde ich. Das finde ich interessant, dass sie schaffen, diese Cremigkeit und so, und auch dieses Eierige, was ich doch anfangs sagte, erinnerst du dich? Für mich ist das eine Eier-Assoziation, dass sie das vegan hinbekommen, das ist schon. Ja, Eier sind nämlich auch nicht drin. Das ist schon sehr interessant. Oder vielleicht the Nahrungsmittel formerly known as Ei. formerly known as Ei. Now it's chicken. Colin, so. Es ist Zeit für deine Tafel. Endlich. Auf geht's an die Tafel. Mein Lieber, ich habe deinen Namen schon draufgeschrieben. In den 3 Minuten der Vorbereitung, die ich hatte. So, dann fangen wir doch mal an. Als allererstes hatten wir das gute alte Snackdressing, hier natürlich bekannt als Hamburgersoße von P&W. Das ist natürlich so etwas wie eine solide, wie heißt es denn nochmal hier, Hamburgersoße. Was wird alles zu? Ach, die Abstände sind alle scheiße. Ich mach mal HB-Soße, ja? Mhm. Gerne. P und W. P und W. Ich schreibe mal in Klammern Snack, dass wir uns noch dran erinnern können. Ja, sehr gut. Mein Gott, was man mit kleiner Schrift alles kompensieren kann. Ich würde dieser Soße, die war gut, aber auch nicht überragend. Erklär ganz kurz dein Rating-System. Was vergeben wir? Wir machen 1 bis 10. 1 bis 10. 1 okay. bis 10. 10 ist natürlich die Top-Wertung und 1 ist so ungefähr willkommen im Keller. Also, das ist einfach Ei aufgeschlagen ohne alles. Ja, genau. Ein bisschen Salz drauf, ja, ein bisschen okay. Essig dazu. So ist es. Ein bisschen verrührt und dann eigentlich doch ganz köstlich. Doch ganz geil, 8, ja. Genau. Also, ich gebe hier mal eine, weil das ist gut, aber es ist mir auch, das ist auch eine Hotdog-Soße. Das ist eine Soße für Backfisch. So kenne ich sie, so habe ich sie auch lieben gelernt, aber auch ein bisschen abgegessen. Mhm. Deswegen gebe ich hier nur eine 6. Ja, das ist aber solide. Das ist nicht schlecht, natürlich, das ist überdurchschnittlich. Also, was gibst du? Ich gebe, also für mich ist das die Standardsoße und deswegen kriegt sie von mir eine 5. Okay. Tatsächlich. Ja, du willst die ganze Skala ausnutzen? Das ja, muss ich machen. Das heißt, wir rechnen natürlich später zusammen, um es spannend zu halten. Ja, selbstverständlich. Weiter geht's mit der. So, jetzt hatten wir hier einmal die dänische Hamburgersoße. Und darf ich noch mal schnüffeln? Ja. Das einmal kurz zum. Ah ja, alles klar. Das war die sich auch schnell verzogen hat, wo wir dachten, ha, Mayo-Ketchup. Pur okay, im Burger war sie nicht so geil. Die fand ich auf jeden Fall schwächer. Hatte aber diesen Gurkenakzent, weißt du noch? Diesen säurigen Gurkenakzent. Aber trotzdem, das war, wie heißt das, Norti? Norti, Nordai. Ja, mein Dänisch ist eingegangen. Ist eine wunderbare 5 gemeint, fällt mir gerade auf. Wo habe ich eine 5 gemeint? Die Tafel, was ist das für eine Zahl? Was? Das? Ja. 9 war es wahrscheinlich. Ja, ja, wirklich. Ja. Ist ja wundervoll. Warte mal, HB Dressing von Nord. Colin, wir müssen irgendwie in deiner Werbepause noch einen Preis nachreichen eigentlich. Irgendwie. Einen Preis? Ja. Wir haben nur noch eine Stunde. Wir haben gerade mal, wir müssen jetzt geht's los. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen Turbo-Turbo-Verkostung, meine Freunde. Weniger reden, da steht ja eh nicht drauf. Mehr kosten. Mehr schmatzen. Das ist das, was ankommt. So, ja, aber das war, die fand ich wirklich am schwächsten. Warte, ich muss noch mal. Die fandst du am schwächsten? Ja, nicht am schwächsten, aber auf jeden Fall schwächer als die davor. Also die fand ich am schwächsten, glaube ich. Na gut. Die schmeckt auch ein bisschen nach Tee. Was für ein ganz Tee? Bisschen, ja, nach so Tee, den du im im japanischen Hotel gratis auf dem Zimmer hast. Grüner Tee. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen strohig. Ja, so ein bisschen, Schatz, gieß mal heißes Wasser über den Ballen. Ja, nicht ganz aufdringlich, dieser Geschmack, aber der ist auch zu finden. Ja, sorry, ich find's nicht so geil, deswegen bin ich hier mit einer 4 dabei. Dänemark möge es mir. Das Legoland besuche ich trotzdem noch und zahle horrende Preise für die Eiskugeln. Ich geh mit dir. Sie ist auf jeden Fall schlechter und dementsprechend muss ich auch eine 4 geben. Okay. Ich mag dieses Säurehaltige nicht. Das ist irgendwie unausgewogen. Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Ding. Jetzt kommt aber hier die hieß jetzt ja Burgersoße. Ne? Von P&W. Putthammer und Walke, oder wie heißen die? Wittke? Puh, ist ja egal. Auf jeden Fall kommen sie auch aus Dänemark und sie hieß Burger Dressing. Mhm. Gut. Burger. Kann ich kein Schwein mehr lesen hinterher. Das ist mir als. Ich kann nicht mal mehr ein Unzeichen machen. Ist jedes Mal dasselbe. Die ist aber immer geil. Die ist geil, ey. Ja, die war auch gut. Die Gerade ist mal für mich nachgelegt. Deswegen auch eine 7. Die war nämlich eine 8. Eine 8? Ja, die ist geil. Doch, die ist geil. Die ist schon nahezu perfekt. Okay, das ist gut. Ja, die ist schon. Vielleicht muss ich da noch mal nachbessern, aber das soll Du sollst im direkten Vergleich jetzt noch mal nach der anderen, muss ich sagen, die hat eine 8 verdient, also wirklich. Mhm.
Also die war ja schwach, um nicht zu sagen schwächlich. Ja, die, der kann ich nur, schreib mal auf. AB Soße. Ja, was will ich denn mit einer Soße, die mir nur mehr Hüftspeck gibt? Ja, verstehst du? Aber das ist ein schlechter Wechselkurs, ne? Sehr schlechter, Wechselkurs. Schreibt man Hohmann mit H oder ohne H? Also in der Mitte. Ohne. Oh, ja. Hohmann. War die noch schwächer dann im Verhältnis als die? Das muss doch war sein. Sie. Ja, ich erinnere mich. Deswegen bin ich hier mit der 3 am Start. Ich bin tatsächlich auch mit der 3 am Start. So. Alles andere wäre ein bisschen frech, weil es immer noch eine Soße ist. Und da fand ich die andere jetzt deutlich interessanter. Die Delikant. Nicht zu verwechseln mit Delikat, natürlich. Ne? ich nenne das mal BL1. Oder ja? Mit Delikant, wenn du verstehst, was ich meine. BL1, Burger Liebe 1. Und Delikant ist, glaube ich, der Hersteller. Und das gibt von mir eine 5. So. Da gebe ich eine 6. Eine 6. Ja, siehst du mal. Sind wir schon gut vorwärts gekommen. Deine 5 ist wirklich unterirdisch scheiße, muss ich einfach sagen. Wie hast du denn überhaupt dein. Wie war es in der Schule? Die hast du nur schlechte Noten gekriegt in Mathe, oder? Weil keiner eine 5 Also sagen wir mal so, ich weiß nicht, warum meine Rechnungen immer als falsch interpretiert wurden. Jetzt ergibt das natürlich einen gewissen Sinn. Absolut. Sehr gut. So, wir machen weiter. Ich mache einmal Spüli-Spul. Wir machen eine kurze Werbung nach der Runde und das heißt, die Runde ist vorbei. Machen wir also jetzt eine Werbung. Cool. Wir sind gleich wieder da. Ah, eine Sendung sollte immer mit dem besten Startbild beginnen. Und das ist natürlich in diesem Fall die frisch in die Pfanne gelegten Rinderhack-Patties mit 45 Gramm Lebend- oder besser gesagt Totgewicht. Ach so, du hast jetzt schon alle in die. Ja, gut, dann müssen wir uns natürlich jetzt sputen. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, lass uns nicht gucken. Also, die braten sich ja schnell weg. Bevor wir wieder so alte. Okay, ich kann auch 2 rausnehmen. Ja, würde ich mal machen. Ich nehme noch 2 raus. Hier hin. Da bin ich jetzt voll bei dir. Auf die Sperrpfanne. Wir müssen nämlich immer ein bisschen mit der Zeit arbeiten, die wir haben. Weißt du, weil ich möchte nämlich nicht, dass das Genusserlebnis immer von diesem ranzigen Fettgeschmack, den man da hat, so von kaltem Fett übertüncht wird. Das ist einfach nicht fair und es ist schwer, das in der Bewertung so ein bisschen zu substrahieren. Ja, ist richtig. Das ist einfach nicht schön. Das muss nicht sein. Das kriegen wir auch anders hin. Und ich muss auch sagen, bisher ist noch kein Geschäftsführer hier schreiend reingekommen und sagt, was soll die Sauerei? Ich hatte euch doch verboten, in dieser Sendung zu braten. Da steht gerade sauber machen, die Pfanne. Auf keinen Fall. Nein, so ein bisschen. Ja. Die Pfanne braucht so ein bisschen Brandpatina. Ja. Ist einfach so. Ein bisschen, ja. Aber irgendwann musst du schon mal Captain Schrubbinger durchschicken. Ne? Captain Schrubbinger. Das ist ja so bei Wiener Schnitzel. Ne? Da kannst da ist es aber ganz schlimm. Ja, da warst du natürlich einen unglaublichen Fettverschleiß. Oh, ne? Total. Da kannst du ja eigentlich nach jedem Schnitzel das Fett wegkippen. Ja. Dann werden sie immer besser. Ja, ja, also. Genau. Das ist dann so, wenn du da irgendwann die braunen Schwarzboys drin hast, das ist dann nicht mehr. Also wollte ich die doch eigentlich alle schön ein bisschen zuklumpen. So, wir machen jetzt auch direkt weiter hier. Ja, Holz von Hobi sagt, 50% Handschuh ist leider doof. Das stimmt, aber ich habe mir eben in der Pause die Hände gewaschen. Insofern seid versichert, dass die außer. Ist so wie Halbwissen. Bisschen Wissen ist da, weißt du? Genau. 50% weniger schlimm. Komm, genau. ich mach hier noch mal eben weiter. So, wollen wir jetzt mal vielleicht. Was machen wir jetzt für ein Testfeld? Lass uns komplett kontrastreich arbeiten und jetzt die ganz. Hellen nehmen? Ganz hellen, ja, würde ich sagen. Ja. Die ganz hellen. Wiener Schnitzel, das meint Colin natürlich auch, macht man mit Butter, das ist klar. Butterschmalz, ne? Butterschmalz ist einfach das Niceste, was du machen kannst. Mm. Oh, lecker. Aber im weitesten Sinne ist das auch Fett. Ne? Ja, kann man so sagen. Also sagen. Aber mit Butter hat schon mal nichts zu tun. Nein. Butterschmalz, ne? Das ist richtig. Deswegen ist es ja auch gekühlt haltbar. So, komm, das reicht jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir machen hier weiter. Stellst du mal weg. Danke. So, also, das nächste Teilnehmerfeld besteht jetzt aus den hellen Soßen. Aus den hellen Soßen, genau. Haben wir noch einen sauberen? Oh, den nehmen wir jetzt einfach. Ja, aber das ist der Fleischsteller, aber ist egal, ne? Für mich ist das egal. Hey, komm, wir nehmen jetzt den hier. Na gut. Ja. Er hat noch irgendwo einen Mülleimer, oder? Du, der Boden. Komm, mach das Fenster auf, ja. Du, der. So, also, jetzt wollen wir uns mal an die hellen Soßen ranwagen. Also, zumindest wieder ein Teilnehmerfeld. Ich würde jetzt gerne mal die hier probieren. Also, was heißt probieren? Ich weiß natürlich grundsätzlich, wie sie schmeckt. Das ist die Burgersoße von Blockhaus. Das ist die Classic White Sauce. Oh, das was ist jetzt das Classic White Sauce. Von Butchers, okay.
Das ist, glaube ich, so diese Kontrastlinie, die zu diesen Remouladen und so aus Niederlanden, Dänemark. Die hast du alle Dänemark auf dem Supermarkt, ne? Das ist alles Supermarkt. Okay. Standard. Kann man also auch wieder finden, wenn man sich ein bisschen anstrengt, verstehe. Beste Mayo, nein. Nein, Mayo für. Ach, beste Mayo? Nee, komm, das geht doch nicht. Mayo muss raus, sorry. Weg Mayo da. Geht eigentlich nee, nicht. Beste, ne? Beste Mayo. Steht zwar drauf, die ist bestimmt lecker. Aber gut, dein Credo, da steht Burger drauf. Ne? Für den besten Burger, die ist wieder drin. Du hast es eben selbst erklärt. Sorry, Colin, da musst du im Prinzip dran bleiben. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, du hast ja recht. Trüffel. Ja, gut, können wir natürlich alles mal probieren. Komm, ich weiß nicht, ob sie helle ist, ne, ist sie nicht. Wir mauscheln trotzdem diese jetzt dazu. Ja. Weil die ist ja auch so eine Art. Also, welche fünf haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier einmal die White Sauce, die Blockhaus, die hier Burgersoße. Oh, die möchte ich mal probieren. Das ist, glaube ich, hier nämlich. Das ist doch eine Heinz-Serie. So viel zum Thema, wir nehmen jetzt die weißen Soßen. Ja, wir kommen jetzt schon egal. Die, die uns interessieren. Bisschen Divergenz und so. So. Alles gut. Pass mal auf, das ist jetzt hier Heinz Bullseye, die machen auch ganz lecker Barbecue-Soße. Geil. Die Fleischfront sagt gleich, ist schon gut. Ja, ja, genau. Ah, oh, schön. Hast du schon gesalzen? Ich salze noch mal nach. Ach komm, und wir nehmen doch direkt noch die. Welche sollen wir nehmen? Sagt mal kurz was, Freunde, ich schau jetzt mal. Freunde, Holz von Obi, ja, das hatten wir schon. 340 Gramm, davon weiß ich nichts. Gib mal, was wollt ihr jetzt noch als ihr dürft jetzt den Kandidaten bestimmen, der noch reinkommt. Devil Eye ist schon drin, White Sauce ist schon drin. Devil Eye, Trüffel, Bullseye ist schon drin. Heinz. Ich habe zweimal Heinz gelesen, gib mir noch ein drittes oder ein achtes Mal. Heinz, zu sauer, Heinz, Bullseye, egal. Heinz, Trüffel. Heinz! Heinz kommt noch dazu. Dann haben wir nämlich zweimal Heinz. Einmal das, wo Heinz. Ach nee, ja, jetzt ist natürlich die Frage, welche Heinz-Soße wollt ihr haben? Wollt ihr die Heinz-Soße, die American Style mit Burger Sauce? Oder die 57er Street Food, oh, karamellisierte Zwiebeln? Nimm die bitte, sorry, nein. Okay, die Entscheidung ist gefallen. Vielen Dank, ihr habt es genauso gesehen. Sehr gut. Und ich hab's geahnt. Fantastisch. So, Street Food. Also, die probieren wir jetzt mal. Geil, karamellisierte Zwiebeln sind einfach. Da bin ich auch sehr gespannt. So. Ist eigentlich cheaten, aber okay, ist in der Soße drin. Hammer. Nee, ja gut, das ist ja, die einen sagen, Gurken ist schon cheaten, ne? Okay, du hast recht, jeder kann es so machen, wie er will. Ja. Hier geht's um die beste Soße. Wenn's da drin ist, im Fett-Torpedo, dann ist es drin. Absolut. Alles gut. Checken wir doch mal einmal kurz hier die White Sauce. Ah, oh, Leute. Oh, guck dir das an, ich hasse es! Guck dir das an! Genau. Eine verhältnismäßig großzügige Fläche, ja? Und ich habe nicht die fettigsten Finger an dieser Stelle. Würde mich jetzt schon nerven. Die würde ich auch niemals kaufen. Allein. Guck dir das an! Als Produzenten von Soßen, die würde ich nicht kaufen. Würdest du die kaufen, freiwillig? Ich hab sie gekauft! Ja, weil du sie testen willst. Ja! Wenn aber sie gut schmeckt, ja, dann wär's nicht. Ja, wenn sie geil ist, aber das ist doch Quatsch! Ey, das ist einfach so zum Kotzen, dass man das nicht hinkriegt. Das unterscheidet das Qualitätsprodukt vom billigen. Nicht die Zutaten, nicht der Geschmack, ja, wie soll ich die wieder nicht benutzen? Die Herkunft, sondern einfach die Klebekante. Das muss ich hier. So. Und wahrscheinlich, jetzt gucken wir mal, ob sie denn einigermaßen vollflächig abzureißen ist. Oder ob jetzt da so ein. Oh, das ist das Schlimmste. Siehste! Oh, das ist das Schlimmste! Oh Gott, das triggert mich! Mach das weg! Mach das ist weg. Scheiße! Das triggert mich! Das ist bei billigem Frischkäse ist das immer so. Ja, ich hasse das. Das ist das Dann Schlimmste. Hast du da so acht so komische Alulitzen, hast du da im Kühlschrank liegen. Komm mit vielen Dingen im Leben klar, das hasse ich. Da geht mir auch richtig der Sack platzen. Oh, guck mal, wie wenig da drin. Der Sack platzen geht mir dann. Oh, die schmeckt. Die riecht aber auch ganz eigenwillig. Was ist das denn? Warte mal, was ist das? Das ist eine Tartar-Fischsoße mit Pfeffer. Ist da Fisch drin? Weiß ich nicht. Ich bin allergisch dagegen. Nee, ist kein Fisch drin. Okay. Ist kein Fisch drin. Gucken wir lieber nicht nach. Ich guck mal einmal drin, was hier. Ach, Mann, das muss man doch im Kreis lesen. Das ist eine lächerliche Verpackung, ey. Rapsöl, Zucker, Zwiebeln, Eigelbpulver, Salz, Maltodextrose, das Übliche. Orangen. Oregano, Entschuldigung, die habe ich verlesen. Da platzt mir der Sack, ey. Komm hier. Ja, lecker reinlunzen hier. Oh, die, da ist hier. Ja, die Cremigkeit ist ja schon weird. Da ist ein ganz bestimmtes Gewürz drin, so ein Kraut. Mm. Oregano ist es, ist tatsächlich Oregano, total dominant. Das ist Oregano, ja. Oregano oder Oregano, weiß man nicht. Ich sag Oregano. Ich sag Oregano. Das ist es aber, das ist auch mega dominant, das ist alles. Komplett mit Oregano. Und Oregano. Oregano. Nee, Leute, das ist aber, finde ich jetzt. Das ist viel zu viel. Aber du weißt, was wir wollen fair kann. Sein. Brot und Fleisch. Nachher gewinnt die nämlich total. Okay, ich habe ja schon mal was für dich vorbereitet. Ja, dann würde ich sagen, ein paar Pärchen. Gibst du mir noch mal einen von den Löffelchen? Einen kleinen? Nimm mal selber raus, bitte. Ja. So. Genau. Nee, also das war jetzt aber. Deckel hast du hier. Da habe ich direkt das Gefühl, man muss auch noch mehr drauf tun. Also, es liegt nicht am Soßengeiz, meiner Meinung nach. Wir sind da schon
Also, nein, die schmeckt komplett nach Oregano. Also wirklich. Also, das ist wirklich jetzt eine Oregano-Party. So, wollen wir denn, guck mal, ich mache richtig viel drauf. Das ist nicht in der heißt, es ist zu dünn. Kräuter für die Girls, lese ich gerade. Ja, ich weiß Kräuter nicht. Für die was? Nee, komm, will ich nicht drauf eingehen, aber es ist sehr viel Kräuterkram drin. Achtung. Achtung. So, warte, halt, stopp. Ja, ja, ja. Leg drauf, den Boy. Dann ist die Hochzeit. Ja, das ist wirklich schön. Es könnte köstlich werden, aber es könnte vielleicht jetzt auch. Wo ist ich hab echt ein bisschen Schiss davor. Aber du, wir müssen da durch. Ja, da war ich jetzt auch eher enttäuscht von. Gibst du mir bitte noch mal das Ratschemesser? Ja. So. Ich meine, wenn ihr kommt. Ach so, da steht wieder. Alles, ja, es tut mir leid. Wieder vollgestellt, Colin. Ja, ich hab da wieder. Oh, das steht hier. Ist ein bisschen hart. Siehst du, das ist das, was ich befürchtet habe. Die Brötchen sind ein bisschen hart zum Reinstecken. Ja, gut, jetzt müssen wir ganz sanft. Hast du gerade die Brötchen indirekt beleidigen können? Nein, nein, nein. Okay. Die haben nämlich nur für eine Herausforderung gestellt, die ich ja, hätte ist, vorher schon antizipieren okay. können. Ich muss auch sagen, kurzer nochmal Querverweis, den Zopf, den ich eben aus dem Backofen geholt habe, der ist fantastisch geworden. Die Regie schon gut bedient und Annabelle auch. Gut das geworden. Ist gut. Guck mal, sieht aber, du hast wieder gut. Ja gut, der ist noch gut, aber die anderen werden gleich sind schwieriger. Hast du sie denn gesalzen und gepfeffert? Yes, sir. Jetzt bin ich gespannt. Er sieht natürlich schon nach einer fetttechnischen Sünde aus. Boah, was ist das denn, ey? Fang du an. Salz, dünne Soßen, Textur und Oregano. Das sind für mich das dominierende Trio in diesem. Also, mir sagt sie tatsächlich gar nicht zu. Ich finde sie sogar noch nerviger als die Soße, die den Geschmack verliert. Weil für mich ist das keine Bereicherung für das Brot und keine Bereicherung für das Fleisch. Natürlich super subjektiv, ich weiß. Ich mag Oregano auf Pizzen, finde ich geil. Aber jetzt auf dem Burger oder so in dieser Kombination hat es für mich eigentlich nicht so viel zu verloren. Oder es passt einfach meiner Meinung nach nicht. Also, diese Oregano-Note ist schön, dass man da was Eigenes probiert. aber das ist so wie anstatt die Toilette zu benutzen, kacke ich auf dem Hof. Da kann man auch sagen, ja, ist gut, dass du gehst deinen eigenen Weg, aber wirst schon selber feststellen, ob es der richtige ist. Du, eigentlich, was du gerade sagst, bringt es auf den Punkt, meiner Meinung nach. Es werden eher die schlechten Züge betont. Ja. Auch des Fleisches und auch des Brotes. Ja. Es werden nicht die schönen Seiten gezeigt. Mhm. Ich bin bei dir. Und das gefällt mir absolut nicht. Ich bin da bei dir und das war keine groß besonders befriedigende Geschichte gerade. Deswegen werde ich hier auch einfach eine Note zücken, die Tafel noch schon mal gesehen hat. Aber ich kann jetzt doch nicht. Können wir denn. Ah, komm. Was war das, die White Sauce, ne? Das war die White Sauce. Natürlich darf das Fleisch nicht tot gebraten werden, das wissen wir. Aber wir beeilen uns schon. Deswegen haben wir auch nur zwei Patties noch drin. Also hier kann ich wirklich nur. Das ist eine 2. Nee, das heißt, es ist natürlich mutig. Man will ja auch den Sonderweg irgendwie honorieren. Ach komm, ich gebe eine 3. Wie willst du den Sonderweg honorieren? Du kannst auch nicht sagen, ja, du hast dich angestrengt. Dann musst du es jetzt runterziehen. Du hast dich angestrengt. Mir tut die leid, das kleine Töpfchen. Außerdem würde ich mal gerne sehen, wie du eine 2 malst, Colin. Willst du eine 2 geben? Ich gebe wirklich eine 2. Ich find's wirklich, es tut mir leid. Guck dir die 2 an. Ja, die ist besser als die 5. Auf jeden Fall. Guck mal, wie eine kleine Schnecke hier. Ja, so, die machen meine Ente. Ja. Soll ich meine Ente draus malen? Ich gebe eine 3. Naja, obwohl, du hast recht. Also, Oregano ist jetzt nicht ein Kippgewürz. Ich wollte dich jetzt nicht nach unten ziehen damit, aber es ist einfach keine gute Soße. Es tut mir leid. Nein, ich bin ja bei dir. Okay. Kleiner Koch, was sagst du? Oh, Entschuldigung, eine 1. Die heben wir uns aber noch auf. So, aber der ist auch sehr kritisch, der kleine Koch. So, machen wir so. Dann den Löffel sauber hier. Boah. Das war jetzt nicht so. Nee. Das war recht bräutlos. Also, es ist auch wirklich ein bisschen ekelhaft, tatsächlich. Ja. Sonst hätte ich auch keine 2 geben. Man muss schon sagen, liebe Leute, es ist schon ein bisschen in. Naja. Gut, wir machen weiter mit. Ja, so. Wollen wir mal die hier probieren? Ja, gerne. Die kennst du, sagst du, die ne? Die kenne ich, die finde ich auch lecker. Hat aber auch, ich befürchte jetzt ein Problem, was wir schon mehrfach benannt haben heute. Du meinst den Geschmacksverlust? Ach, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja eigentlich den. Vielleicht den falschen Löffel. Ja. Eine Soße, die. Also vorbehaltlich. Wie gesagt, die gibt es gekühlt in so Säckchen. Und die gibt es im Glas. Die kennt in die Ewigkeit. Ja, in den Säckchen kenne ich die. Und ich weiß nicht, ob der Geschmack unterschiedlich ist. Ich kenne die nur aus dem gekühlten Säckchen. Deswegen trägt man es ja auch außen. Das kleine gekühlte Säckchen der Freude. Ja. Sehr gut. Verhältnismäßig kostspielig. Ich weiß nicht, ob es die bundesweit gibt, aber. Sehr fetthaltig. Ich warne dich jetzt schon mal. 50% Öl sind hier. 50%? Ja. Aber leider die gute alte Regel, je leckerer, desto fetter. Ja, je fettiger, desto leckerer. Dr. No würde da eine eigene Meinung zu haben.
So, pass mal auf. Ja, komm, ich hab Backe am besten mal genommen. Ich bin gespannt, ob die ganz anders schmeckt als die aus dem Kühlsäckchen. Ich finde die pur geil. Die hat eine schöne Konsistenz, weißt du? Die geht so ein bisschen in so eine Tartar-Remouladen-Richtung. Ja, genau. Ne? Remouladig ist sie definitiv, darauf wollte ich auch eingehen. Diese kleinen Stückchen, das sind Gurken oder was ist das? Gurken, Zwiebeln, genau. Gurken, Zwiebeln, die sind auch noch gut spürbar, haben Biss, schmecken gut. Und sie ist natürlich super cremig, ne? Super cremig. Das sind halt 50% Fett, die machen also einen Unterschied. Die machen richtig Unterschied. Die sagen auf jeden Fall, hallo, guck nicht auf die Zahlen, genieß einfach. Die ist richtig cremig. Aber von der muss man, das ist zumindest meine Erfahrung, die schmeckt auch relativ ähnlich wie die gekühlte, würde ich sagen. Von der muss man definitiv ein bisschen mehr nehmen. Ja, du weil sie eben sehr die zurückhaltend ist. Ja. Ja, die will dir wieder alles in den Körper treiben. Ja, andererseits gibt es natürlich auch die Fraktion, die sagt, eigentlich braucht ein richtig guter Burger ja eigentlich nur das perfekte Fleisch und ein gutes Brot. Mhm. Weißt du, und Soßen, das ist dann alles schon so viele Fans. Weil das stimmt auch, ein richtig geiles, fettes Stück, geiles Fleisch dazu. Ist schon der Hauptdarsteller, natürlich. Ja. Keine Frage. Meiner Meinung nach ist aber die Soße ebenso wichtig. Und ja, also, ich auch. Wenn man Soßenliebhaber so wie wir ist, genau, dann, ja, muss man natürlich. Aber ich glaube, das ist sehr subjektiv und beide Ansichten haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Entweder bist du ein Soßenfreund oder nicht, aber natürlich ohne geiles Fleisch kann man nicht von einem guten Burger sprechen. Nee. Das ist natürlich klar. Oder von einer coolen Poolparty. Oder von einer coolen Poolparty. Ohne geiles Fleisch. So, ich mache auch mal einen Löffelmeister hier. Ne? Ist halt ein guter Partner. Der Soße ist ein guter Partner zum Beispiel. Guck dir das an. Ja, vielleicht, ja. Weißt du, und das Brötchen ist einfach nur da und ist das Boot, das Transportboot, meiner Meinung nach. Ja. Das Boot nimmt gut den Saft auf und auch gut die Soße auf. Ja, und ich sag dir auch, das Boot ist schon, weißt du, es gibt Boote, auf denen lässt sich's gut feiern. Absolut. Und Boote, auf denen es kacke ist. Brot ist so wie ein Schlagzeuger, weißt du? Keiner sagt, ey, das war ein geiler Schlagzeuger, nur wenn er Scheiße spielt. Stimmt, weißt du? Ja. Dann sagen sie, ey, der ist aber. Wenn es nur eine Toilette unter Deck gibt und 100 Feierwütige und ein Bierfass. Ja, genau. Das ist so eine Kombination aus. Magst du es präsentieren? Ja. Für die Hochzeit? Also, ich finde es auch jetzt gar nicht mal optisch, finde ich es ganz schön geil. Ja, geil. Die hat so eine ganz leichte. Die hat auch so eine. So cremig weiß, aber so eine ganz leichte Rötung. Zeig mal her. Komm, Hochzeit ist wieder. Mhm. Und jetzt kommt's. Stülpinger. Perfekt. Mhm. Da muss man schon den Mund sehr weit aufmachen können, um. Ich kann das, meine Freunde. Ja, das ist wirklich sehr sexy, oder? Das ist sexy, ja. Also muss man schon echt sagen. So, jetzt werde ich aber nicht so stark mit der Gabel reindrücken. Ich will nur einen ganz leichten. Ich muss einen ganz leichten Konter zu Ritsche haben, aber ganz leicht muss ich stechen. Man muss zärtlich. Du siehst ja, wie du mangels Drucks der Gabel sich das Fleisch, aber es geht. Aber weil das stimmt, dann sägen wir einfach eine Runde länger. Du, auf dem Kamerabild sieht schön aus. Richtig schön Stülpinger hast du da. Richtig schön. So. Dann. Jetzt bin ich gespannt. Das wird eine richtige Fettparty. Hier nochmal einmal fertig. Ah ja, die sehen gut aus. Die sehen gut aus. Ach, guck mal, das dampft sogar noch. Ich mach mal so, als ob das so ein Drehteller wäre. Ey, die sehen alle aus wie gemalt. Ich meine, wir sind hier immer noch du und ich, verstehst du das? Da ist ein Haar an der Gabel. Sind wir wirklich Profiköche? Ja, selbstverständlich. Ich nehme auf jeden Fall den hier. Du kannst die Sippsparty haben. Ja, gerne. Oh ja, das sippst ordentlich. Das ist sehr gut. Guten? Ebenso. Ich möchte gerne über den Teller lecken. Das ist perfekt. Ich fange mal an, Cole. Mhm. In diesem Fall würde ich sagen, es ist wieder 1A homogen. Mhm. Es ist wieder so, dass ich Fleisch, Brot, dank der Soße komplett super verbinden kann. Das ist ein tolles Gefühl im Mund. Das liegt natürlich am Fett, das ist mir vollkommen klar. Aber es ist nun mal drin in der Soße. Ich finde, sie ist, du hast eben gesagt, sie könnte ein bisschen stärker sein. Ich finde sie nicht so schwach, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich finde, dass wir schwächere Soßen hatten. Vom Intensitätslevel. Sie ist nicht so aufdringlich, aber sie ist immer noch da. Permanent, meine ich. Und dementsprechend finde ich sie eigentlich ziemlich perfekt gerade. Also, es ist echt schön. Und diese kleinen Stückchen, die noch durch die Zwiebeln und durch die Gurken reinkommen, die schmeckst du ja auch noch. Find's ganz geil. Das stimmt. Aber trotzdem ist es mein Grundproblem, dass man wirklich reichlich davon nehmen muss. Es war auch schon reichlich drauf. Und deswegen bin ich da ein bisschen im Interessen- und Gewissenskonflikt leicht. Aber ich gehe vollkommen mit dir. Also sie ist sehr
wirklich wie eine, wie so eine. Wie hast du es eben gesagt, sie ist da, aber sie ist auch nicht aufdringlich, ne? Mhm. Das ist so die perfekte Ex-Freundin. Ja, sie ist eine schöne Verbindung. Ja. Da geht man noch gerne mal bei. Ja, man erinnert sich noch an früher ab und zu, aber auch wirklich nur dann, wenn man so. Ja. Ich würde an dieser Stelle sagen, das war ein gutes Erlebnis. Und ich kann leider auch an dieser Stelle aber nicht mit gutem Gewissen sagen, dass es eine signifikant aufregendere Gaumenexplosion gerade war. Nein, das bei nicht. Bei der bisherigen sie. Sie bringt es nach Hause. Ja. Das muss man sagen. Das ist jetzt nichts mega Spannendes. Sie bringt es aber gut nach Hause und auf einem sehr souveränen Weg. Deswegen würde ich auch sagen, wie heißt die? Wie haben wir sie hier vorne? Ich meine, es gibt nur eine Blockhaus. Das ist die Burger Sauce. Burger Sauce. Mit Gurken und Zwiebeln. Burger Sauce. Ja. Von Blockhaus. Und dieser Soße gebe ich eine 7. Weil ich sie für mich, ich bin überrascht davon, wie geil die war. Anders, aber auch geil. Jetzt bist genau, ich gebe ihr, pass auf, ich habe ja auch die Burger-Dressing-Soße von P&W mit einer 8 betitelt. Mhm. Ich gebe dieser Soße auch eine 7. Okay. Auf den Grund, weil ich die Burger-Sauce, die Burger-Dressing-Soße irgendwie noch ein bisschen interessanter fand. Okay. Und ich glaube, da braucht man nicht ganz so viel, aber insgesamt ein sehr schönes Erlebnis. Und das meine ich ernst, sie bringt souverän nach Hause, deswegen eine 7. Gut. Machen wir das. So, und das letzte, den letzten wollen wir noch mal anknuspern jetzt hier. Die kommt weg. Wir wollten jetzt die. Das ist die mit den Zwiebeln nehmen. Ja, oder erstmal die Olle Devil. Oder komm, ich weiß nicht, ob die gut oder olle ist. Ja, nimm die Olle erstmal. Das ist die, auf der steht, ich bin der Soßenfabrikant von Burger King, McDonald's. Ich schmecke vielleicht auch so, vielleicht aber auch. Das ist schon mal geil. Das ist, habt ihr das gesehen? Wie Collins Gesicht sich verzogen hat beim ersten Mal riechen? Das ist richtig schön. Das kannst du nicht. Das kann man nicht spielen. Das erste Riechen, ja? Das erste Riechen sagt einiges aus. Ja, komm, ich mach dir mal gleich einen Druckschnupper hier. Ja. Schmeckt, es riecht sehr Cocktailsoßenmäßig. So, sorry, das ist einfach Thousand Islands. Ich sag's nochmal. Absolut. Und wenn du richtig tief einatmest, hast du auch das Gefühl, dass so ein bisschen die Essigschärfe dir so die Nasenflügel verätzt. Das ist aber wirklich ein bisschen frech. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist da drin? Essig? Ja. Ob da wo Essig drin ist? Ja, ich geb, aber die gehen gut. Unsere Lieblingssoße zu Burger, Steaks, Wraps und Sandwiches. Würzig, cremig. Tomatenmark ist nach Öl auch direkt die zweite Zutat. Das erklärt wahrscheinlich dann auch diesen Cocktailsoßen Thousand Island. Aber Thousand Island ist immer auch geil. Natürlich, wenn du deinen Salat essen möchtest, als wäre es auch ein Burger. Ja, ja? Ja, genau. Und das wollen wir doch alle, seien wir ehrlich. Dann kannst du das machen, aber ansonsten. In Würzburg gab es so ein Uni-Café. Das hieß tatsächlich Uni-Café. Das hat aber mit der Uni nichts zu tun. Natürlich. Und die hatten mal eine Zeit lang so einen geilen Salat mit Chili, Con Carne Topping. Und auch so ein hausgemachtes Dressing. Und das war unglaublich klar. Geil. Vom Salat hat man nichts geschmeckt. Nee, aber das war so das gute Gewissen, was ganz unten lag. Flach gedrückt vom Chili. Ja, farblich hast du natürlich auch recht. Es ist sehr an die Big Mac-Soße angelehnt. Ja, und sehr dunkle Gurkenstückchen schwimmen drin, ne? Die sehr künstlich aussehen. Und so kleine rote Fragmente irgendwo. Siehst du die? So kleine sind die Tomaten. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas mit Burger King zu McDonald's zu tun haben. Nein, never. Das riecht doch nicht so. Sehr gurkig wieder. Die Essiggurken sagen Hallo. Sorry, was ist das? Zu einem Salat. Nee, passt auch nicht. Das ist aber sehr intensiv. Die hat richtig Power. Das ist einfach wie Apfelessig oder nee, wie dieser Branntweinessig, weißt du? Ah. Dieser ganz klassische, diese grünen Flaschen, dieser Essig, weißt du, den ich meine? Dieser alte Essig. Ich habe immer nur Essig-Essenz zu Hause. Ja, natürlich zum Reinigen der Füße. Ja, Branntweinessig ist ja auch tatsächlich prominent dazu. Ja, Branntweinessig. Das schmeckt, würde ich 1A nach Branntweinessig. Macht euch eine Branntweinessigflasche auf, riecht dran, habt ihr die Soße. Aber es gibt mir so ein gewisses Gaumengefühl, wo ich sage, danach möchte ich jetzt nicht knutschen. Nein. Also aus Rücksichtnahme auf die Partnerin so. Weißt du? Also, was sind da noch drin? Also Gurken haben wir? Also hier, wir haben Rapsöl, Tomatenmark, Trinkwasser, Gurken, Zucker, Branntweinessig, Zwiebeln, Senfsaat, Salz und Gewürze. Hier von den Zutaten eigentlich nichts Schlimmes. Ja, aber Tomatenmark ist natürlich auch eine relativ intensive Geschichte, ne? Also mir wird davon okay, ein probieren wir mal und dann machen wir nämlich auch Werbung. Ja, also nimmst du wieder hier so ein. Also die ist auf jeden Fall das ist sehr intensiv. Da würde ich mir jetzt erwarten, tu nicht zu viel drauf, aber das wäre ja auch wieder Verfälschung. Deswegen werden wir das genauso machen. Ja, dafür habe ich jetzt auch wieder Angst, aber leider müssen wir da jetzt durch. Naja, aber na gucken. Wir werden ja, vielleicht ist das die perfekte Überraschung. Wir schauen mal. Die ist auf jeden Fall stark. Aber so viel Essig habe ich nicht erwartet, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Mal gucken mal. Okay. Also die ist sehr sehr reduziert eingekocht. Nee, komm, wir machen die Hochzeit. Ach so, sorry. Du musst schon hier die, ich geb die Burgerhochzeit. Alle Vögel sind schon da. Gib mir nur das Fleisch. Alle Vögelchen sind schon da. So. Sehr gut. Mhm. Ja gut, farblich ist es natürlich schon ein schönes Spiel, was sich hier zeigt, ne? Das ist so ein bisschen, auch wenn das so raussuppst, so ein bisschen für so ein. Ja, es sieht schon wieder geil aus. Aber die optischen Komponenten haben sie jetzt fast alle gewonnen. Also das ist schon. Das, da mag ich jetzt auch gerne, dass sie so stehen bleibt. Weißt du, die läuft jetzt nicht runter, sondern die hat diesen Halt. Die Frage ist nur wieder, wie gut ich das jetzt bei meinem chirurgischen Präzisionseingriff noch bewahren kann. Du hast schon so oft bewiesen, dass es gut ist. Und dann, das wirst du auch jetzt hinkriegen. Jetzt bin ich gespannt. Pass mal auf. Ganz sanft. Und jetzt den Rest soll das Messer machen und die Ritschbewegung. Ah, schwierig, weil das ist ein bisschen schräg aufgeschnitten. Du, ich glaube, es flutscht alles nach hinten. Ich muss leider tiefer spießen. Aber es ist auch. Ja, es tut mir leid, es ging nicht besser. Hey, komm, es ist schon geil. Du siehst das hinten, dass also. Aber hinten sieht schön aus. Dezent auch. Mhm. Sieht schon aus, ob da Käse und Jalapeno. Ja, so es sieht Jalapeno auch ein bisschen nach Senfsoßen aus irgendwie übers Bild, muss ich sagen. Aber das ist wirklich gar nicht. Oh. Du, aber das wird wahrscheinlich auch ein bisschen die Essigintensität aufnehmen. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger zu. Ja, es war ein bisschen schief aufgeschnitten. Das muss ich leider nicht. Ich stelle mich. Ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Aber so ein Hauch, ein Hauch. Von Big Mac Romantik kommt da schon auf. Ein Hauch. Also mehr als bei den anderen Soßen zumindest. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch psychosomatisch quasi. Aber da könntest du auch sagen, da kommt ein Hauch von Cheeseburger von McDonald's auf, weil da einfach Senf drauf ist. Weißt du? Mhm. Weißt auch, was ich meine, oder? Der Senfcharakter ist nämlich auch komplett da. Also, ich finde das, was wir eingangs befürchtet haben, bewahrheitet sich. Oder also vermutet, befürchtet, ist schon wieder so wertend. Das wollen wir natürlich nicht. Soll heißen, die Intensität der Soße kann sich über weite Strecken retten. Ja, total. Im Zusammenspiel. Und die Essigintensität ist nicht zu stark. Ja. In Kombination mit dem Fleisch, finde ich. Bei mir ist jetzt nur das Problem, ich finde die nicht schlecht. Aber ich finde den Grundcharakter der Soße jetzt schon gar nicht lecker genug, um zu sagen, ich möchte diese Dominanz im Kaubild haben, weißt du? Total. Ich hab, mich hat sie an was anderes erinnert. Ich hatte das Gefühl, ich esse gerade eine Frikadelle mit ein bisschen Senf drauf. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja? Ja, das kam wirklich bei mir ganz stark durch. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich esse jetzt eine leckere, super coole Burgersoße. Also sie hat ihren Job irgendwie gemacht, aber es war für mich doch ein sehr rustikales Bild. Ja. Ich möchte ihr auch zugutehalten, dass sie ihr eigenes Ding macht. Und uns nicht zu schade dafür ist, eben bis zum letzten Kauvorgang noch spürbar. Sie ist immer noch da übrigens. Schmeckt, ja? Genau. Sie ist noch da. Aber das ist dann so die Frage, da scheiden sich die Geister. Möchte man das so intensiv oder eben nicht? Und ich bin dann eher Team, dafür ist mir der Grundgeschmack nicht gut genug. Ich würde es lieber nicht so intensiv haben. Bin ich bei dir? Auf jeden Fall bin ich bei dir. Ich würde sie auch jetzt okay. So innerhalb dieses Testes würde ich sie jetzt auch ein bisschen weiter unten ansiedeln wollen, glaube ich. Ja. Also das ist für mich jetzt, ich muss der jetzt mal, weil ich abwäge das, was gut und schlecht zu halten ist, meine persönliche Einschätzung und die streng wissenschaftliche Außenhaltung. Danke. Der kleine Koch hat mich gerade darin bestätigt und meinte, Colin, red nicht viel, gib doch einfach die 5. So, kleiner Koch, da ist er. Der kleine Koch. Da. Ja. Danke, kleiner Koch. So, also, das war die von Devil Eye. Auf jeden Fall was Eigenes wieder. Oh, ich schreibe schon grün. Oi. Ich bin froh, dass wir den Rollstuhl haben. Wo ist denn der rote Stift? Also, ich bin gespannt, wie es mir nach den ganzen Soßen geht. Colin ist ja erprobt, was dieses Verköstigung anbelangt. Ich krieg schon so leichte Schweißausbrüche, aber ich sitze auch am Herd, ne? Das ist schon okay. Ja, ja, ich sag mal, wer am Herd sitzt, Devil Eye wird das geschrieben, ne? Ja. Man denkt immer, man möchte es Devil Eye aussprechen, weil es so aussieht wie. Aber man sagt nicht Devil Eye, oder? Famous English. Devil Eye. Ich glaube, es ist ein bayerischer Soßen, Burgersoße. Nein, du hast genau falsch umgeschrieben. Oh Mann, warum bin ich denn geschlagen jetzt? Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen das, was im Magen angekommen ist. Ja, macht sich jetzt bemerkbar in der Konzentration. Also es wird heute noch ein interessanter Tag, das glaube ich auch. Ich meine, so viel Fett habe ich schon lange nicht mehr zu mir genommen. Ist ganz geil. Ja, ja. Oder? Es geht ja direkt ins Hirn, sagt man ja. Hier, Fett ist ja für die Hirnleistung. Ja, ja. Komm hier, das war auch, heißt einfach nur Burger Sauce, oder? Das ist die Burger Sauce, ja, ganz genau. Original Burger Sauce. Burger Sauce. Wow, der Devil Eye. Bekommt bei mir eine 5.
Mhm. Was einerseits die Sonderstellung. Ist das eine schönere 5? Irgendwie ist gut. Ich muss dir eine schlechtere Note geben, weil ich finde natürlich das Snack-Dressing immer noch geiler. Deswegen kriegt es von mir eine 4. Eine 4. Und stellt sie damit auf die gleiche Stufe wie das Hamburger-Dressing jetzt. Ja. Mhm. Wahnsinn. Wir machen jetzt eine kurze Runde Werbung, sind dann gleich wieder am Start und gucken mal, wie weit wir noch kommen heute. Wer hätte es gedacht? Bis gleich. Da sind wir wieder. Es geht hier weiter. Es wird immer noch gebraten. Es wird verkostet. Wir sind so in der Hälfte angekommen, ungefähr. Die Pfanne ist schon wieder heiß. Ey, es ist auch für mich heiß, ey. Es ist ein hartes Los bei dir, Gast. Krass, ne? Ich dachte, es ist immer so Fun, weißt du, man isst hier ein bisschen was mit Grillen. Ja. Aber es ist eine richtige Leidenschaft. Ist ganz anders, als ich es hier verkauft habe, ne? Tatsächlich. Ja. Also Soßen essen ist kein. Ja. Das musst du machen können. Vor allem, weißt? Wir essen ja die ganze Zeit nur so halbe Mini-Burger. Ja. Und trotzdem habe ich jetzt schon wieder das Gefühl, als ob ich einen, ja. Naja, einen Burger hast gleich auf jeden Fall. Ja, mindestens. Also, einen ordentlichen Hoshi. Keine Frage. Gut, wir haben ja schon einiges weggekostet. So richtig was wie einen super krassen, mein Gott, ist das köstlich Moment, hatten wir, glaube ich, beide noch nicht. Ne? Nein. Schon nein, so, oh, das ist lecker, kann man mal kaufen. Aber nicht so, deswegen fährt man extra, meinetwegen, nach Kiel, weil da gibt es dieses eine Restaurant, was diese eine Soße hat. Ist ein bisschen weiter, lohnt sich aber. Ja, genau. Ja, wo man sagt, man ist bereit, diesen Weg auf sich zu nehmen. Ja, genau. Nee, bislang noch nicht. Nee. Aber viele Guten dabei. Ja, das stimmt. Aber auch einige Dröge. Und vor allem haben wir hier noch so ein paar, da bin ich sehr gespannt. Die sehen alle schon so ähnlich aus, von der Farbgebung, von der Kräuterigkeit her, von der Darstellung. Das ist alles so, als ob die alle versuchen, so einen gewissen Stil zu treffen, der anscheinend am Markt sehr gut ankommt. Haben Sie denn Farbstoffe drin eigentlich? Viele, weißt du? Ich glaube, kann man sich das heutzutage noch im großen Stil leisten? Keine zu nehmen, meinst du? Ja, überhaupt, das ist doch immer dieses. Früher stand immer meine Lieblings-Currywurst in der Pommesbude zu meiner Kindheit, da stand immer noch dran, Currywurst, dann eben die Hoch 2 und Hoch 2 stand dann für mit Phosphat. Ja, ja, das hatten sie immer. Und ob die besonders gut war wegen des Phosphats, ich weiß es nicht, aber die war auf jeden Fall köstlich. Doch, der Phosphat muss rein. Phosphat muss rein. Da hat man sich ja, das habe ich damals so als Qualitätsmerkmal wahrgenommen als Kind. Ne? Aber ja gut, sie hat zum Beispiel Farbstoff Carotin, was letzten Endes nichts Schlimmes ist. Da kann man ja auch, da das kann man ja machen. Ja. Colin, wir haben gleich das Fleisch ready. Wir können direkt einstarten, wenn du magst. Wir starten mal direkt einmal hier mit der Heinz Streetfood-Variante, die so einen auf cool hier. Ich komme aus San Francisco, ich habe da so einen kleinen Streetfood-Wagen. Mich spricht's an. Ja, mich spricht's auch an, aber die Erwartungshaltung, die ist natürlich. Viel zu hoch, natürlich. Absolut. Ja, keine Frage. Das ist jetzt hier der Boy mit den karamellisierten Zwiebeln. So eine Verpackung erwartest du alles. Ja, genau. Die Verpackung geht einen Sonderweg. Ja. Der Look, die Flasche, das hat alles sowas von, wenn besonders gute Gäste kommen, dann wird das aufgetischt. Wenn Schwiegermama kommt, dann hole ich hier Captain Essig aus dem Keller. Captain Essig, so in die Richtung, ne? Was geht ab? So ungefähr. Schauen wir mal, was das gute Ding kann. Aber erstmal natürlich wieder den guten alten Pur-Test. So, Fleisch lassen wir mal ein bisschen weniger durch heute. Mhm. Oh! Eieieiei. Oh, was ist das denn, Colin? Riech. Weißt du, wie Peppis hier, diese Peppis Snackspeck? Ja, genau, der Snackspeck. Der Snackspeck von Peppis. Sag mal, zähl mal Snackspeck. Snackspeck von Peppis. Oder? Aber auch so ein bisschen, als ob da jemand am Sesambaum gerüttelt hätte. Das riecht doch wirklich ein bisschen in die Richtung. Ja, ja. Ja, gut, der Bacon halt, ne? Den wollten wir ja auch haben, aber das ist natürlich jetzt bin ich ja mal gespannt. Alter, der Snack. Weil wie kommt denn das Aroma da rein? Also, ist das jetzt einfach nur geschreddert? Geschreddertes Schweinchen oder was? Ja, also es ist tatsächlich, 1% Speck drin. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt aber gleichzeitig auch die Angst. Wenn Speck Angst. Im Spiel das ist. Das macht mir richtig Angst. Ja, dann könnte das nämlich auch so ein Kauknubbel sein. Ich weiß, dass da kein gutes Fleisch drin sein wird. Da lege ich meine Hand für ins aber Feuer. Aber das ist doch hier total, das ist doch der Ökolog, das ist doch der Wochenmarkt. Ja, natürlich, aber nimm das mal weg. Guck jetzt mal hin. Ja. Und man sieht ja auch den, guck mal, ich glaube nämlich die kleinen Röteln hier, die man da sieht, das ist so der 1% Speck. Ja, das sind die leicht. Waren früher noch Augen. Oh. Speck kann alles sein. Oh Gott, ja gut, guck mal. Ich freu mich auf Captain Knobel. Leute. Machen wir erstmal den Pur-Test hier. Ja, Pur-Test. Ah, jetzt müssen wir auch wieder so viel nehmen. Jetzt habe ich schon echt Angst. Ich habe ein bisschen, also. Warum denn das Bacon da drin? Was soll denn das? Das weiß ich auch nicht. Wirklich, lass das doch weg. Ich dachte, ich mir auch karamellisierte Zwiebeln alles. Ja. Ah, das ist ein bisschen ekelhaft. Aber vielleicht ist auch das Geilste, was wir jemals hatten. Okay. Ey, kann mir. Also, das ist ein ganz eigener Geschmack. Können wir es schon beenden jetzt? Ich weiß nicht, ob ich da noch Bock habe auf mehr Burger, um ehrlich zu sein. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja, das ist ein bisschen komisch. Da ist da Chili drin, das ist irgendwas Scharfes auch, ne?
Ey, Colin, das ist ja jetzt schon klar. Das also müssen wir es durchziehen. Also wir haben ja was ganz eigenes. Da sind ja, wir schon mal drüber reden, was damit los ist. Ja. Es ist eine Schärfe drin. Scharf ist sie. Sie ist essighaltig. Sie schmeckt nach kleinen Schweinchen kaputtgeschnitten und von den karamellisierten Zwiebeln am Arsch. Wo sind die denn bitte? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also aber ich finde, es schmeckt total sesammäßig auch. Sesammäßig, ja genau. Sesammäßig ist es. Ja, als ob jemand ein Brötchen mit Snackspeck von Peppis. Ja. Das schmeckt wirklich original so. Die original, fantastisch schmecken, keine Frage. Aber so, ey, das ist wirklich ein bisschen ekelhaft. Aber komm, wir wollen schauen, am Brötchen soll sich's entscheiden. Weil das kann jetzt auch sowas sein, wo man sagt, so, es gibt ja so Geschichten. Wo du denkst, bah, das kannst du pur echt nicht essen. Du hast doch recht, da müssen wir durch. Und ich will jetzt auch nicht so reden, als ob ich satt wäre, was natürlich schon bin. Aber wir essen natürlich das jetzt. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. So nämlich. Ja. Und außerdem hinkt der Vergleich dann komplett. Das können wir nicht bringen, du hast vollkommen recht. Also essen wir jetzt schön. Boah. Aber dieser Bacon bleibt drin, ne? Der schmeckt. Aber wer sitzt denn da bitte im Verkostungsteam und sagt, naja. Ja, anscheinend genügend, die das in Massenproduktion ja, oder die haben einen Chef, der einfach sehr dominant ist und sagt, ja, natürlich. Das schmeckt fantastisch. Ja, also ich finde es ja auch cool, wenn man was anderes macht. Also so ist es ja nicht. Hochzeit, Colin. Aber ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber glaub mir, das Fleisch ist jetzt richtig geil. Das könnte jetzt alles wieder sehr verfälschen. Stichwort auf dem Hof kacken. Hm? Oh ja, ein ordentlicher Batzen und hat außen noch ein bisschen rot. Das wird gut sein. Gut, sieht auch wieder sehr gut aus. Ey, ich habe nichts gegen Bacon, möchte ich noch mal an dieser Stelle sagen. Ich habe auch überhaupt nichts gegen Bacon. Das ist fantastisch. Aber ich weiß nicht, ob man schon Bacon in eine Soße reinschnibbeln sollte und die dann einfach im Regal stehen. Weißt du? Das ist irgendwie nicht so geil. Ja, genau. Bacon, schwierig. So Bacon muss einfach noch warm und knusprig sein. Ganz genau, dann ist Bacon so. Wahnsinn. Ja, ihr könnt mal meinen Twitter-Account gucken und so weit zurückscrollen. Ich habe mal irgendwann von einem Lieferservice, ich möchte ihn jetzt gar nicht nennen, hab ich auch mal einen Burger mit Bacon gehabt und der war so das war ekelhaft, das waren dicke Scheiben und die waren fast noch, als ob die nie Hitze gesehen haben. Ja, das ist ekelhaft. Und ich hätte fast gekotzt. Ja, glaube ich. Wusstest du, dass es bei der Kette Five Guys, da kriegst du ja auch Milchshakes. Mhm. Du kannst in alle Milchshakes auch Bacon bekommen. Ja, das klingt weird. Habe ich noch nicht probiert. Hast du es probiert? Habe ich noch nicht probiert, will ich aber unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, in dem Fall, wenn es halt frischer Bacon ist, kann das ganz geil sein. Aber so. Also am Fleisch wird es nicht liegen, das sieht sehr gut aus. Man sieht es gar nicht. Die Burger sehen jetzt mega aus. Ja. Und hier sieht man aber, guck mal, das ist nämlich hier, das ist Captain Bacon. Den schnupsel ich da nicht weg. Siehst du das rote Spröckchen da? Das ist. Ja. Krieg ich. Na gut, gucken. Okay, also gut. Eben. So. Also, hat für mich auf jeden Fall zugelegt ordentlich. Ja, bei mir null. Ich bin sau ekelhaft. Ja? Ich finde, das ist die ekelhafteste Soße, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Punkt, Zitat Ende. Ohne Scheiß. Nee, wirklich. Ich hab so, also, die ist natürlich super raffiniert. Und vielleicht bin ich da sehr einfach gestrickt, Colin. Das kann sein. Ja? Aber ich gebe den Dingen ja auch Chancen, wenn ich merke, okay, es begeistert mich. Ja. Dieses Produkt begeistert mich null. Also ich würde es mir, glaube ich, jetzt nicht zwingend privat kaufen nochmal, nachdem ich es gegessen habe. Aber ich bin trotzdem positiv überrascht, dass es in der Kombination wirklich besser abschneidet als im Purtest. Also es war erst noch so dieses Gefühl, ich beiß in so einen Sesambaum. Ich weiß, Bäume geben, es gibt keine Sesambäume, aber stellt euch einfach vor, es könnte einen Sesambaum geben. Die Vorstellung ist doch auch schön. Mhm. Du machst eine Landpartie mit einer Flasche Wein im Korb. Hast ein bisschen Käse und Wurst dabei und Butter und dann kommst du an so einem Sesambaum vorbei, musst ja, einfach nur einmal abbeißen. Der schüttelt sich für dich. Ja, genau. Und du machst einfach nur, ach, ich mag ja durchaus Sesam. Hier, aber hier ein Brot bitte. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr auch, und das ist aber so, Blindverkostung, essen Sie gerade Bacon oder Sesam? Und da wäre ich wahrscheinlich total, ich weiß es nicht. Aber findest du nicht, dass die Soße in sich überhaupt nicht stimmig ist? Du hast doch, also auch jetzt auf dem Burger fand ich, dass sie überhaupt keine Verbindung eingeht. Sie will nichts mit dem Fleisch zu tun haben, sie will nichts mit dem Brot zu tun haben. Nee, sie will ein bisschen fleischig sein, sie will ein bisschen süß sein, ein bisschen essighaltig. Das ist alles irgendwie nix, ey. Also wirklich, das ist die erste Soße, wo ich wirklich denke, boah, nee. Also so richtig, boah, nee.
Ja, nee, bin ich nicht ganz bei dir. Okay. Aber trotzdem muss ich sagen, am Schluss bleibt der Bacon. Ja, der ist doch da. Ja. Hm. Es hat auch so eine spitze Säuerlichkeit. Nicht so eine Gurkenwassersäuerlichkeit, sondern so eine, ich kann es nicht sagen, eher so eine Spitze. So, also so eine. Bisschen Schärfe ist auch drin, kannst ein bisschen. Okay. Ja. Also ich muss sagen, ich fand die jetzt okay. Aber okay heißt in Zahlen, ja, das habe ich nochmal abgesprochen, heißt auch wirklich nur 5. Aber immerhin eine 5. Vorher war ich bei einer 2. Welche war bei mir die 2? Die White Sauce. Okay, ja, du hast recht, die White Sauce war frech. Die White Sauce war doch eigentlich das Schlimmste bisher, oder? Die White Sauce war bislang das Schlimmste vom Soßenprodukt an sich. Dieses geschmacklich. Heinz. Ich muss es überdenken. Ich muss es, glaube ich, dann auch ein bisschen zurückrudern in dem Punkt. Aber für mich persönlich, bei der White Sauce hätte ich aber nicht das Gefühl gehabt, wenn ich sie weiter esse. Wenn ich die White Sauce weiter gegessen hätte, hätte ich, glaube ich, nicht gekotzt. Wenn ich diese weiter essen würde, würde ich brechen. Das gebe ich dir schriftlich. Ja. Und das ist für mich ein Punkt. Okay, das ist eine präzise Aussage. Ja, das ist eine präzise Aussage. Also muss ich ihr, was gibst du ihr? Ich gebe dir eine 5. Ich gebe dir auch eine 2. Okay. Ja, aber hätte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht gedacht, die 5 kann ich schön in der Tasche lassen. Ja. Aber, Das ist jetzt der Kotzindikator bei Soßen. Ja, ja, das ist muss man durch. Aber okay. Hey, ehrliche Aussagen, sorry. So, wir machen direkt weiter hier. Ja, wir haben noch ein Patty gerade ready. Dann werde ich euch anbraten. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Gott. Jetzt probieren wir hier natürlich die hier. Bullseye, ebenfalls Heinz. Steht nur klein drauf, also ist dieselbe Manufaktur zumindest. Mhm. Alles, was du brauchst, um deinen Burger aufs nächste Level zu bringen, ist eine einzige Burgersoße. Du hältst sie gerade in deinen Händen. Okay, ist gut, ist selbstbewusst. Geil, das gefällt mir. Das mache ich auch. Und die sagen, scheiß auf die Zweitsoße. Den Restsoße hier abkratzen. Das geht, also das ist wirklich, ich muss einen ganz sauberen Löffel haben. Das geht nicht klar. Pass mal auf, nachdem wir gerade Snackspeck hatten. Ich habe immer noch. Oink, oink. Haben wir jetzt auch was los? Einen ganzen Bullenhoden, ja? Was haben wir hier? Stapelchips oder sowas. Ist das geil? Ist das geil? Was ist das? Oder so ein bisschen. Ja, Stapelchips. Aber auch irgendwas Rauchiges natürlich. Ja, ja, aber gar nicht so scheiße. Nee, das macht mich schon ein bisschen an. Wie viel Fleisch ist in der Soße? Sag's mir jetzt sofort. Oh, guck mal, ich sag dir erstmal, wie viel Prozent Fett wir haben, nämlich nur 14. 14%. Das bedeutet, da kann man nachts auch mal zum Kühlschrank gehen und sich einen Löffel gönnen. ohne Reue. Was haben wir? Ich guck mal kurz. Rauchige Burgersoße mit Gemüsestücken. Zutaten: Wasser, Tomatenmark, Branntwein, Essig, Rapsöl, Zucker, Glucose, Fructose, Sirup. Bla bla bla. Paprika, Zwiebeln, Gewürzgurken, Salz, Raucharoma, Gewürz und dann noch einiges, was ich nicht aussprechen kann. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Die hat so ein bisschen Chipotle-Style. Ja, genau. Diese Schärfe kommt ja auch schon beim Riechen. Ist es Chipotle oder Chipotle? Ich weiß nicht. Chipotle, machen wir es so. Chipotle. Die riecht ein bisschen wie die von tatsächlich von Subway, meine Lieblings. Die, aber ganz ehrlich, Colin, 14% Chipotle oder Mexican Southwest oder ich weiß nicht. Fett, weg damit. Sag doch jetzt schon. Ja, aber das ist jetzt genau das Versprechen. Sie werden nie glauben, wie wenig Fett diese Soße hat. 40? Nee. 30, komm, sag 30. Für nur 14% Fett bekommen 14% Sie Fett? Ich muss mir an den Kopf fassen, Colin. Ja, aber das ist doch eine Kaloriensünde. Nein. Es hat sogar eine negative Kalorienbilanz. Sie nehmen aktiv ab, weil das Verbrennen der ganzen Zusatzstoffe. Platz mir der Sack. Oh, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt. Bitte, lieber Gott, lass diese Soße so gut schmecken, wie sie riecht. Sehr rauchig. Gut, Gott ist vielleicht der falsche Adressat gewesen an dieser Stelle. Oh, viel besser. Viel besser als die Soße davor. Angenehm. Sogar noch angenehmer als der Geruch, finde ich. Es kommt aber auch dieses Tomatige durch. Es kommt auch dieses. Sind da Jalapenos drin? Was ist das? Irgendwas, irgendwie so eine Frucht ist da drin. Dieses Paprika. Ja, Paprika. Paprika, Zwiebeln, Gewürzgurken. Das sind die heiligen drei Könige. Das ist eine klassische Jalapeno. Ja. Finde ich aber gut. Die finde ich gut. Die hat nämlich auch so ein. Die hat so ein Raucharoma, ohne dass es mit Bacon erkauft wird. Ja, sondern mit Raucharoma. Genau, und Rauch kann auch nerven. Total, du? Ja. Also es gibt sehr dominanten Rauch. Ich hatte mal Rauchsalz, das kannst du vergessen. Das ist sehr gut. Rauchsalz? Rauchsalz. Hat es gebrannt, oder was? Ja, hat es einfach gebrannt. Aber nur untenrum. Die finde ich nicht schlecht. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die ist interessant, die ist eigenwillig, die sagt, also das, was hinten draufsteht, da, vielleicht sind wir da auch ein bisschen manipuliert schon, ne? Durch diesen, das ist so wie der Schaumschläger auf dem Schulhof, der sich als der coolste Typ ausgibt und alle Mädels stehen auf ihn. Ja. Und irgendwann kommst du in die Mittelstufe und dann ist das der absolute Loser, weil die Mädels plötzlich auf Geist und nicht mehr auf den Sportler stehen. Ich habe dafür einen Trick, Colin. Okay. Ich höre dir wenig zu, weißt du?
Wer hat mich nicht manipuliert? Das ist eigentlich so ganz gut. Ja, gut, ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, hauen wir es aufs Brötchen. Die Brötchen sind jetzt auch schon leicht ein bisschen trocken, weil die sehr lange jetzt aufgeschnitten da waren. Aber insgesamt wird es, glaube ich, funktionieren. Oh, schwierig, schwierig zu gießen. Okay. Schwieriger Ausguss. Also, falls ihr nachgießen wollt zu Hause. Wenn ich für die Hochzeit? Ja. Okay. Ich nehme es jetzt einfach mal in die Hand. Klar, ja, humortechnisch sind wir einfach gestrickt hier. Papa erzählt wieder Märchen. Sehr gut. Ja. So, und jetzt noch ein bisschen oben drauf. Aber das ist schwierig. Die kippt dir. Erst kommt nichts und dann kommt viel. Aber das sieht schon wieder geil aus, das Ding. Sieht schon wieder geil aus. Ja, aber es sieht farblich jetzt auch tatsächlich aus wie viele Soßen, die wir schon hatten. Ja, aber ich komme jetzt mal daran. Die schmeckt gut. Also die schmeckt tatsächlich so, wie man es manchmal schon so. Es gibt Popeyes in Amerika, so eine Kette, so eine Fastfood-Kette. Und die hatten auch so eine ganz geile so Chicken Dippers, so, da so eine Soße, als ich mal da war. Die ging in so eine Richtung, auch so rauchig, so typisch, so nach dem Motto, Europa ist noch nicht bereit dafür. Aber in Amerika ist es bereits Standard. Der Chat sagt gerade, und das stimmt auch, sieht natürlich sehr käsig aus, was es in Realität natürlich nicht ist. Ist es nicht, nee. Aber es hat über die. Könntest du so im Kino über die Nachos gießen, ne? Ja, so geil. Ja. Okay, das sieht echt gut aus. Ich liebe das auch hier so ein bisschen, wie dieses dunkle Bratfett, ne, sich vereint mit der Soße in der Außenkante. Das ist wie so ein Wasserfall der Liebe. Dreh noch mal kurz den Teller, dann sieht man auch ganz gut, wie das Brot hier auch den Fleischsaft aufnimmt. Seht ihr das? Das ist auch gutes Brot. Das meine ich damit. Ja. Aber du kannst es noch halten. Fantastisch. Es fällt dir noch nicht über den Finger. Gut, dann lass uns den mal gönnen hier. Guten. Ist gut. Super. Super homogen. Du hast diese kleine Kante im Fruchtbereich, die merkst du, das ist schön. Aber ich mag das, wenn es ein bisschen raussticht. Ne? Absolut. Also ich habe immer so einen Vergleich, so ein Diagramm habe ich immer vor Augen. Ja. Weißt du, wo gehen die Ausschläge und wo bricht es ein? Und hier hast du auch lange was davon. Ich schmecke sie auch immer noch. Die ist nicht sofort weg. Sie ist leicht rauchig, ne? Das rauchig. Aber es ist trotzdem wie ein Orchester. Wo weißt du, nichts sticht raus, wie ein gut gestimmtes Orchester. Aber wenn was fehlen würde, würdest du es hören. Ja, ich würde es gerne mit einem Surfbrett vergleichen. Es hält lange über der Welle. Es schwebt so langsam mit. Ist richtig schön. Bis der Hai kommt. Aber der ist noch nicht gekommen. Ja, den waren wir. Ja. Die war, ich möchte sogar an dieser Stelle so tollkühn äußern, dass es bisher mein Favorit ist. Das ist tollkühn, aber wenn ich mal gucke, Burger Dressing. Es ist natürlich jetzt schwierig, diese Soße mit meinem jetzigen Favorit zu vergleichen, was nämlich Burger Dressing von P&W ist bislang. Wir machen gleich noch mal eine Purverkostung bei den Top-Kandidaten. Eine ganz flotte. Aber wir machen direkt weiter. Ich gebe hier eine gute Note, möchte ich behaupten. Wie hieß der Boy nochmal? Bullseye Burger Sauce. Ja, gut. Das wird immer schlechter durch Schrift, ne? Ach Gott, eine Elektrotafel, das wär ein Traum. Ja, oder so ein Magna Doodle. Warum, wenn ich hier an der Tafel bin und schreibe, dann vergesse ich komplett, dass da Leute zuschauen. Dass mir das so scheißegal. Dann habe ich so, ja, gut, dann. Ja, hast du mal deine 5 gesehen? Die kann alles scheißegal. Die kann alles scheißegal. Weißt du, was du jetzt nicht siehst? Meine 5. Jetzt siehst du nämlich meine. Was war denn bisher Bestnote? Eine 7. Du hast eine 7. Also, ich weiß nicht, ob es irgendwo so etwas gibt, was noch drüber liegt, aber ich würde sagen, es ist bisher die beste. Ist jetzt nicht, dass ich gedacht hätte, lass uns die Kamera ausmachen und essen. So gut war sie dann auch nicht, aber ich gebe eine 8. Das ist für mich eine 8. Die ist gut. Ich gebe auch eine 8. Oh! Und damit ist sie bei mir komplett gleichgezogen mit der P&W-Soße. Denn was ich an ihr schätze, ist wirklich dieses Gleichmäßige, trotzdem mit kleinen Nuancen, die sehr, sehr lecker sind. Keine Nervnuancen, sondern Geschmacksnuancen. Und sie ist sehr, sehr angenehm. Und wenn du jetzt sagst, 14% Fett, wenn ich das noch berücksichtigen sollte. Ja, oh ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ohne Scheiß. Da sollte ich jetzt eigentlich noch ein Sternchen geben. Dann müsste ich eigentlich auf 9 gehen, weil das ist unglaublich. Ja. Also wenn das Gewissen quasi, wenn das Gewissen Beifall klatscht, dann war die Soße super. Können wir das noch irgendwo hinzufügen, vielleicht mit einem Sternchen, als würde ich die wenig Fett hatte. Den Fettgehalt hätten wir natürlich, aber da hätte es nicht gereicht. Ja, vielleicht ist es hinterher wichtig noch. Vielleicht gibt es ein Stechen und dann würde ich das gerne noch als, ich würde es bei 8 Punkten lassen, möchte aber gerne wissen, dass die wirklich nur 14% Fett hat. Danke. So, ja, lesbar. Also für Archäologen wird es lesbar. Ja, absolut.
So. So, ich brate mal wieder was, ne? Ja. Bisschen, vielleicht mal ein Storch. Wir haben ja noch eine Minute Sendung, Colin. Ja, komm, das Hack ist auch noch gut hier, weil das ist ja direkt aus dem Kühlschrank. Da hast du noch, hast du noch eine Minute oder? Nein, wir haben noch ein bisschen länger. Wir kriegen noch ein paar Minuten. Die Regie hat uns noch ein paar Minuten freundlicherweise gegeben. Ist Timo wieder gut drauf heute? Timo ist gut drauf hier. Wie viel brauchen wir noch? Drei? Ja, komm, mach einfach, brate alle die Scheiße durch hier. Okay. Wir ziehen jetzt durch, was wir noch können. Alles klar. Und wir machen jetzt mal Captain Turbonaut und seine Turbo-Freunde. Also, nächste Soße wird aufgemacht. Und schon wieder Heinz. Das tut mir natürlich leid, dass wir jetzt dreimal Heinz haben hier. Wir müssen gleich nochmal eine Gut, bei dem einen tut es mir nicht leid für Heinz, sie werden mir ganz schön scheiße. So. Ja, das, ja, gut. Guck mal, die haben sich hier für die andere Technik entschieden. Die kann manchmal nämlich tatsächlich besser sein. Wir haben keine Seitennupsis, sondern wir haben in der Mitte diesen halbtransparenten Ziehnupser. Und manchmal ist es so, dass man ihn gut. Auch gerissen? Nee, es hat nur einmal gesupscht. Aber alles gut. Ach Mann, lass mal. Wie so eine klassische. Ja. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch so eine klassische Knorr nehmen, die auch jeder kennt, ey. Ja, das ist die Frage, ob die jeder kennt, weil ich habe die noch nie gesehen. Knorr, die steht ja in jedem Regal. Ja, diese Knorrsoßen, ne? Das riecht wie die Devil Eye Soße. Ja, exakt genauso. Ne? Ja. Tomaten mag ich. Ja, ein bisschen eierig, wo riecht's eierig, auch? Eierig, essigig. Senfig. Ja. Probieren wir nochmal. Du, mein Körper will mehr. Mein Körper sagt richtig, endlich, noch eine Soße, kann ich noch mehr Fett bekommen? Chef? Jawohl, Boss. Noch ein bisschen. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Noch ein bisschen Fett im Körper? Na klar. Hm. Interessant. Interessant bis lame. Sehr tomatig. Ja. Ist nicht stückig. Also für alle Leute, die gerne so eine geschmeidigen Gaumen. Das ist wie so eine. Ey. Pass mal auf, das ist. Die von Devil Eye, die schmeckt ähnlich. Die ist stückig. Mhm. Die ist so ein bisschen die rappelige Holzachterbahn. Das hier ist der moderne Hypercoaster, der super geschmeidig läuft. Aber ohne Loopings. Genau, ja, ohne Loopings, genau. Aber so in den ersten zwei Jahren kannst du da fahren, auch wenn du Bandscheibenvorfall hast. Ist so ein Racetrack, weißt du? Absolut. So ein, ja. Ganz geschmeidig, je glatter, desto feiner. Schmeckt jetzt nicht schlecht, aber. Aber die also da ist viel Dill drin, oder? Das ist ein großer Einsatz von Dill, kann das sein? Ja, Dill könnte hier. Großer Dill-Einsatz. Der Dill macht, was er will. Was der Dill-Train sagt. 36% Fett, ordentlich natürlich. Mhm. Herzhaft cremige Burgersoße, Sonnenblumenöl, Wasser, Tomatenmark, Branntweinessig, Zucker, Glucose, Fructose und Sirup, Eigelb, Salz, modifizierte Stärke, Dill. Ja. Dill, der Dill-Train ist da, man merkt es. Und Tamarindenextrakt, das schmeckt immer so nach Invertzuckersirup, Melasse, Knoblauch. Ja. Ich sag dir, viele werden den nicht mögen. Es gibt eine Menge Leute, die keinen Dill mögen. Mhm. Ich mag Dill, ich finde Dill zum Beispiel einen Gurkensalat mit Dill das Beste. Ja, aber auch. Ja, speziell. Kann auch schnell zu viel werden. Ganz genau. Deswegen, das ist meine Gefahr jetzt bei dieser Soße. Mhm. Ich wende schnell die Fleischpatties, damit wir hier schönes rohes Fleisch essen können. Pass mal auf, wir sind jetzt mal todesmutig. Ja. Und probieren direkt noch eine zweite pur. Ah ja, das ist gut, um ein bisschen Zug hier reinzukriegen. Zug in die Kette. Ich mag Dill auch gerne. Also viele hier, Dill ist geil auf Kartoffeln zu Fisch, super, absolut richtig. Gurkensalat mit Dill geht gar nicht, da bin ich anderer Meinung. Ich mag Dill auch ganz gern, aber es darf nicht zu viel sein. Mhm. Ich habe auch eine Zeit lang mal so eine Phase gehabt, da habe ich Dill-Chips geliebt. Dill-Chips? Ja. So ganz kleine, wie die Dill. Naja, so Chips mit Dill-Gewürz halt. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die mal aus Schweden, gab es die mal früher, so als Kind, also schon 1000 Jahre her, in meinem Fall tatsächlich. Und da hatte ich mal einen absoluten Heeper auf Dill-Chips. Das war, bin ich mal. Entweder, aber Dill muss in den keine Geruchsnerven mehr, oder ist es. Sorry, ich musste lachen, weil du das so gesagt hast, weil es riecht wirklich nach nichts. Ne, nach nichts bis wenig zumindest. Es ist ein kleines bisschen Säure da, ja. Es ist ein kleines bisschen Säure da, aber du kannst nicht wirklich erkennen, was es sein soll. Aber riecht völlig anders als die, auch ja, wenn sie optisch dem natürlich recht nahe kommt. Ne? Ich meine, wenn man jetzt vielleicht den. Ich weiß nicht, wie gut das rüberkommt. Aber es sieht sehr ähnlich aus wie die Heinz-Burger-Soße. Das ist jetzt doch auch Knorr, ne? Ja. Ich muss immer sagen, Dill gehört schon in den Gurkensalat. Sorry, was ihr gerade gesagt habt. Also, das ist Blasphemie, wenn man. Ist das denn bei dir so ein Gurkensalat dann lieber mit. Auch so mit Schmand oder so? Oder mega, mehr sorry. Gurkensalat, du machst die Gurken klein, packst sie in eine Schüssel, Salz drauf, lässt sie ein bisschen ziehen, Wasser rauskippen, dann Essig drauf. Bisschen Zucker rein, Dill rein. Schmand drauf. Noch ein bisschen Öl. Alter, du musst ein bisschen Schmand drauf tun. Rührst Salz, Pfeffer nochmal und hast einen perfekten Gurkensalat. Du weißt doch, du warst doch vorhin im Pommesbuden. Ja. Oder die ganzen Salate standen. Da gab es immer nur die Gurken, so wie du sie beschrieben hast. Ja. Oder die Variante mit Sahne. Weiß ich doch. Und dann war immer die Frage, wollen sie Sahne, Bohnen? Das gleich mit Bohnen natürlich. Sahne, Bohnen ist geil.
Diesen Pommesbuden gibt's aber auch nicht mehr, ne? Komm, wir probieren mal direkt den hier. Richtiger Dilliam Shakespeare, okay. Ja. Mhm. Ich habe richtig Bock auf noch mehr Soße. Ja, ich kann doch nicht 10 Folgen zum Thema machen. Mm. Geil! Was ist das denn? Das ist ja interessant. Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind das. Und dann wird's eklig. Die kommt so richtig. Die kommt mit, die ist scharf. Die kommt mit 2 Fäusten und springt dir so richtig auf die Zunge rein und hämmert dir die Röstzwiebeln in die Fresse. Und dann auf einmal wird sie richtig scharf. Und vor allem sind da noch so ein paar Trockenkrümmel dabei. Ja, das ist aber ganz interessant. Das ist interessant, aber ich weiß nicht, ob ich es geil finde. Was ist denn das? Das ist aber auf jeden Fall ein ganz eigener Geschmack, den wir hier bekommen. Also es kommt ein bisschen in die Augen auch, merkst du das? Mhm. Die Augen tränen so, also ganz leicht fangen sie an. Also, sie ist scharf, sie ist sehr stückig, hat eine ganz gute Würzigkeit, aber diese Trockenhobel dazwischen. Das ist so, als ob jemand zum falschen Sack gegriffen hat bei der Rezeptur. Aber findest du nicht, dass sie wie so ein D-Zug mit volle Pulle einfach in deine Fresse reinballert? Ja, also schnell und direkt, dafür, dass sie kaum gerochen hat. Das ist ja plötzlich, ne? Hey, will ich. Riecht nicht, aber er sieht wie ein großer. Ja, Chili ist auch hier tatsächlich drin. Zucker, Gurken, Branntweinessig. Das sind bestimmt so getrocknete Zwiebeln, die nicht genug Flüssigkeit gesehen haben. Ja, ich mach noch mal schnell. Ja, das war früher auch immer schön bei McDonald's-Zeit, wenn man die getrockneten Zwiebeln mit Wasser aufgießen musste, damit sie kleine Zwiebeln werden. Wirklich? Ja, ja, sicher. Ach, ist das traurig. Denn bei den Cheeseburgern und Hamburgern, da kommen natürlich, und auch beim Big Mac, glaube ich, da kommen die getrockneten Zwiebeln drauf, die mit Wasser angerührt werden. Aber du meinst nicht Röstzwiebeln, ganz normal? Ich meine, stell dir einfach einen großen Sack mit, jemand würde sagen, wenn du auf dem Bau arbeiten würdest, hol mal einen Sack Zement. Ja. Hol mal einen Sack Zwiebeln. Genauso ungefähr. Komm in den Kübel, schüttest du rein, schüttest einen Liter Wasser drauf und lässt es stehen. Ach, das ist doch scheiße. Es ist so. Und dann hast du hinter diese kleinen Zwiebelchen. Aber für eine Zwiebelsuppe super. Ja, die haben auch einen ganz bestimmten Geschmack. Und bei Royal Käse und Royal TS und McRib zum Beispiel, da werden frische Zwiebeln. Also richtige, echte Zwiebeln sozusagen. Whatever, ey. Ja, so ist das. Wollen wir mal ein schönes Rohstück probieren? Ist auch sehr rot, ne? Ja, sag ich, frage ich dich ja. Ja, können wir auch machen. Ich weiß noch nicht, ob das. Wieso? Weil dass die anderen dann zu well done sind, die da schon well done sind. Ach so, ja gut. Merkt man hier, das habe ich jetzt gerade schon gespürt bei dem Spritzbild. Es gibt bestimmte Düsen. Die sind wahrscheinlich vom Einsatzbereich eigentlich nicht vorgesehen für den soßigen Inhalt. Das ist nämlich bei billigem Snackdressing, habe ich das schon erlebt. Ich sage bewusst billiges, weil ich nicht mehr weiß, welcher Hersteller es war. Tüllen. Da verkanten sich dann ja, die Weißkohlstücke und du musst drücken. Ja, und dann kommen sie raus und splasht das richtig aus. Es durch. Ja. Und das passiert nicht einmal, das passiert mehrfach. Mhm. Dass du da schon so porkeln musst. Nee, das nervt. Wo man denkt, Leute, wie kann man denn diese Düse mit diesem groben Gemüsebild verbinden? Tierisch, ja. Wahnsinn. Also da hat man wirklich nicht aufgepasst. Du, deswegen sind die auch. Oh, das sieht aber echt gut aus jetzt hier. Das ist auch so ein bisschen dieser alte Öl, also weißt du, dieses Schwarz Fleischabrieb von der Generation davor. Ja, das ist aber. Das kann nicht gut sein. Man weiß nicht genau. So. Schön kriegt er sein kleines Teighütchen aufgesetzt. Wir haben noch genau 6 Minuten. 6 Minuten, okay, müssen wir uns jetzt wirklich beeilen. Brauchst du, damit das Fahrzeug noch reinkommt? Halt, stopp. Chat, ich habe jetzt diese Soße nur benutzt, ne? Nicht, dass ich jetzt. Siehst du, einmal, man bricht aus dem Schema. Nee, aber die habe ich nicht drauf getan. Das Chat, zweimal die. Oh, jetzt Chat sagt. Ja, ja, alles klar. So. Aber du kannst mir auch gleich das. Was kann ich dir gleich? Das siehst du, wir labern hier und haben wieder alles vergessen. So ist das halt. So. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Also, das ist jetzt die von Knorr. Mit dem ordentlichen Anteil an Chili und dem komischen Trockenzeug. Naja. Ist nicht schlecht. Ja. Aber. Nichts Besonderes? Nee, ist weit weniger spektakulär. Als im Solo-Test gedacht, ne? Ja, ja. Mhm. Einfach nichts Besonderes. Mhm. Macht ihren Job. Macht einfach ihren Job. Aber macht's nicht schlecht. Ja. Ist für mich eine 6. Knorr Burger Soße. Ja, ich brauche so ein bisschen den Vergleich zu anderen Soßen jetzt. Nee, ich nicht mehr. Ich weiß Bescheid. Du weißt Bescheid. Hm? Ist für mich eine 6.
Und das ist nicht schlecht. Ich gebe eine 5. Ich mag diese leichte Schärfe auch noch. Mhm. Genau, für mich ist sie auf Snack-Dressing-Niveau. Das ist so ein bisschen, so war das wahrscheinlich früher bei Elvis-Konzerten, weißt du? Dann kam die Ansage, Elvis has left the building, mhm. aber der Geist ist noch so ein bisschen im Raum. Na klar. Weil und so ist das gerade mit der Soße. Ja, das ist okay. Mhm. Schöner Vergleich. So, probieren wir direkt hier die American. Ich mache kurz einen Spülschluck. Oh ja, den brauche ich auch. Die müssen wir auf jeden Fall noch probieren, weil die ist auch aus dem Hause Knorr. Heißt ebenfalls Burger-Soße. Sieht aber anders aus und kommt aus dem Glas. So. Das war jetzt die, wo wir gesagt haben, das ist die geschmeidige Variante von der Devil Eye. Mhm. Viel Tomatenmark. So, hast du schon was für mich? Ey, Colin, ich bin gerade im Wachkoma gewesen. Ich merk's schon, du hast gerade. Also, weil ich, das Fett hat mich gerade übermannt. Verstehst du? Du hast doch geistig schon wieder so ein paar Kabel gezogen in deiner Funktion. Geistig war ich gerade beim kühlen Bier, um ehrlich zu sein. Oh. Also, das wäre nämlich jetzt echt perfekt. Geil, ja. Ich würde auch sehr gerne mal eine Bierverkostung tatsächlich machen. Sag ich jetzt mal so. Aber ich glaube, das ist. Das Fett hat meinen Kopf übernommen, sorry. Sorry, hier müssen wir noch durch. Also die beiden müssen wir noch. Nochmal vielen Dank an das Präsent von Delikant. Hier muss man aber an fairer Weise sagen, wir haben eure Standard-Burger-Soße ja probiert. Die anderen Sachen sind ja alle sehr speziell. Ja. Und irgendwann machen wir vielleicht auch mal irgendwie so Exotic Cruises oder so durch die Burger-Soßen-Welt. Ich musste gerade aufstoßen und ich habe ein kleines Schweinchen ist mir hochgekommen gerade. Ja, und es hat geweint. Ja. Aber es kann nicht sein, weil du hast nur den Verwandten das Rind gegessen. Nee, du hast nicht verstanden. Von dieser Soße. Von der Bacon. Ach so, der Bacon. Ah ja, klar. Das ist grad hochgekommen. Und das ist wirklich, hatte gesagt, oink, oink, ich bin auch noch da. Ja. Und das finde ich richtig ätzend. Das, wirklich, ja. Die Soße nervt mich noch immer. Ich möchte gleich noch mein Ergebnis nach unten korrigieren, glaube ich. Ja, die war. Das nervt mich wirklich, das kann doch nicht sein, dass sie jetzt noch nervt. Ja, wie gesagt, das ist Mut, der nicht immer. Also. Weil so zwischen du kriegst einen Nobelpreis. Oder den Darwin Award, mhm. sind ja, glaube ich, in der Geschichte der Menschheitserfindung auch, das ist ein schmaler Grat manchmal. Absolut. Ja. Nee, komm. Die schmeckt ein bisschen sanfter als die von Devil Eye. Aber ein bisschen langweiliger und die Textur ist nicht so geil. Und der Dill. Der Dill nervt hart. Der Dill ist zu dominant. Ey, Dill im All, sag ich immer. Ja. Ey, wenn Dill drin ist, ist einfach alles. Dilettant quasi. Dilettant. Ja. Ist mir zu dillig. Und bei dillig sag ich, will ich nicht. Das ist viel zu viel Dill, sorry. Ja. Nee. Das war die Heinz. Oh. American Style. Ja, gut, und die andere war Papua Neuguinea oder was? Anderen eine Grube Dill selbst hinein, ey. Ja. Das ist zu viel. Oh Gott. Nee. Also. Du, wie sagst du, die läuft doch so komisch auseinander. Das ist für mich eine 4. Also nicht schlimmer als eine 4, obwohl doch eine 4. Aber so viel Dill. Was hast du? Hast du schon eine Note im Geist? Eine 3 natürlich. Eine 3, nee, das ist zu krass. Andererseits? Nee, ist eine 4. Also ich weiß nicht, scheiße. Nur eben der Dill. Ey, du kannst doch nicht eine Soße mit Dill verhunzen, wie Sau. Die arme Soße. Ja, aber es sei einmal positiv erwähnt. Wir haben 3 Heinz-Soßen und sie schmecken alle unterschiedlich. Das ist richtig. Haben wir alle Standardsoßen durch? Weil du hast nur eine Minute. Die haben wir noch. Die müssen wir jetzt noch ganz schnell verkosten. Dann ist Schluss. Ich höre schon da jemand ans Mikro ploppen. Ja. Das ist auch wieder so scheiße, jetzt mit Handschuhen zu öffnen. Weil du musst natürlich noch zusammenrechnen und die Regie weiß natürlich auch, Timo weiß auch, dass du nicht der Beste in Mathe bist und dementsprechend braucht das ja auch noch 3 Minuten. Ach was. Du würdest dich nachher wieder beim Abteilungsleiter-Treffen wahrscheinlich beschweren darüber. Abteilungsleiter-Treffen. Wo alle mit ihrem Ad von Schleck stehen, ne? Das ist klar. Pass mal auf. Burgersoße von Knorr aus der Glasflasche. Es gibt einen Geruch, ich kann ihn nicht mal einschätzen. Ich weiß nicht mal, was. So ein bisschen nach Chips, Tomatenmark, Essig. Ja, aber das ist wahrscheinlich das gute Glutamatbett, oder? Mm. Ich meine, ein bisschen Geschmacksverstärker werden wir haben. Steht, glaube ich, drauf, ohne Geschmacksverstärker. Ja, komm halt! Ach, man, diese Glasscheiße mit dem ersten Mal. What doesn't deal you makes you stronger? Ach, mein Löffel! Ey, Mann, ich bin wirklich im Koma, Colin. Gib mir schnell was drauf. Nur ein bisschen, komm. Also ein bisschen viel, so wie immer. Sehr klar. Boah. Die schmecken wie eine super saure Cocktail. Also essighaltige Cocktailsoße mit ein bisschen Schärfe. Die ragt weit in den Hals hinein, um es mit Heilige Schneider zu sagen. Die ragt super weit in den Hals hinein. Sie ist aber auch ein bisschen, wie heißt das? Pfeffrig, irgendwo eine Schärfe gibt es da.
Ich finde sie gar nicht so schlecht, wie du gerade sie darstellst. Nein, ich sag ja auch nicht schlecht. Ich sag nur, dass sie sehr spitz. Aber sie ist schon irgendwie. Jetzt muss ich mal direkt den Vergleich hier mitmachen. Sie ist schon sehr cremig. Colin, also, kriegst du noch mal das letzte Brötchen. Übrigens, wir haben hier noch sehr viele Brote über. Das heißt, das ganze Haus soll jetzt heute noch Brioche essen. Also pur, wenn du jetzt einen AB-Vergleich mit der und der anderen Knorr machen würdest. Ist aber hier ein ganz anderer Sport, mein Lieber. Ja? Ist nur eine andere Liga. Okay. Dann ist natürlich auch schlecht. Die Schärfe gefällt mir. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das ist für mich so Captain Sauerbier. Sticht. Ja, natürlich. Also, das ist, wobei die Cremigkeit ist okay. Ich hoffe, dass sie auf dem Burger nicht sofort zerläuft. Das fand ich nämlich ebenso schade. Ja. Komplett in alle Richtungen zerlief. Weil hätte ich noch gerne so ein bisschen. Wäre schön, wenn sie da bleibt, wo man sie hinpackt. Ja. Aber das kann man natürlich nicht immer erwarten. So eine gute Hausangestellte. Oder einfach eine Unterhose, ne? Das ist auch ganz gut. Verdammt, ich hätte schwören können, dass ich sie heute Morgen angezogen habe. So, unser letztes Fleischbällchen, was aus Brötchen kommt. Letzte Hochzeit heute. Hier. Die letzte Colin Gable Hochzeit. Das war das Thump-Angebot des Tages gerade übrigens. Ah, so, jetzt machen wir hier den einmal noch den Mr. Ribbelschnitt. Ey, die Brötchen sind wirklich verdammt gut, muss man schon sagen. Die Brötchen sind gut. Cookie, die hast du wirklich gut gemacht. Danke. Ich bin froh, dass ich nicht einfach bei Harrys Bäckerei angefragt habe. Oder Harry ist morgen, der macht auch Backsachen. Oder? Der ist der Bruder von Harry erst gestern. So. Auch gute Filme, ne? Ja, Gott, ja. Ja, guten Appetit. Danach werde ich umkippen. Ja, gleichfalls. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Ja. Also, man muss schon sagen, es ist erstaunlich, wie sich alle Soßen anders verhalten auf einem Burger. Ja. Ja. Mhm. Ich reibe sie noch mal über den Tellerrest. Ist nicht schlecht. Ja. Macht einfach, also ist da. Hier muss ich auch wieder sagen, pur habe ich gedacht, ich wollte schon irgendwas zwischen 3 und 1 wählen. Mhm. Aber in der B-Note, beziehungsweise was natürlich eigentlich die Pflicht ist und nicht die Kür, nämlich auf dem Burger, dann war das. War das gut. So, meine Freunde. Ja, was gibt's denn? Das war nicht schlecht, aber komm, es war auch nicht herausragend. Komm, knall die eben an die Tafel. Unser guter Freund und Kollege Dennis sitzt an Knorr. Ja, ist auch wieder nur Burgersoße, ne? Kannst du noch mal einmal. Die hier war das, ne? Nee, das war die aus dem Glas. Wo ist das Glas? Die? Ja. Die heißt einfach nur Burgersoße, genau. Das ist die, die ich immer schon im Regal gesehen habe, die jedes Kind kennt. Ja, weil aber mit scharfem Essen, ne? Nicht American Sauce. Doch, Sauce. Okay. Knorr. Dann schreibe ich einfach mal Glas. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, da werde ich deine Wertung abgucken. Ich bin gespannt, was du nimmst. Ich glaub, da also, ich fand die andere, diese, fand ich definitiv geiler. Und deswegen gebe ich hier auch eine. Hier war der Dill. Ne? Ich gebe natürlich das, was dann übrig bleibt. Das ist die gute alte 5. So. Weil die war okay. Aber der Dill-Terror von Heinz ist mir noch in schlechter Erinnerung, in guter Erinnerung die Schärfe. Ich habe eben den AB-Test gemacht. Mhm. War besser. Die einzige Note, die dazwischen noch frei ist, ist die 5. Okay, und wenn ich es bei mir so nachgucke, ich werde es dir wirklich gleich tun. Ich werde auch die 5 geben. Okay. Ja. Dann rechnen wir noch einmal ganz schnell zusammen, falls ihr es noch nicht getan habt. 6 und 5 sind 11. 8. 15. 6. Hier sind wir jetzt, ne? Ja. 11. 4. 14. 9. 7. 16. Oh, 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 oh. 11. 7. 10. Das ist doch ein erfreulich hochwertig und vielseitiges Notenbild, was wir haben. Und das freut mich sehr. Das freut mich gerade sehr, was du da herausgerechnet hast. Das heißt, wir haben hier die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3. Und das bedeutet: Erster, Zweiter, Dritter. Und das sind natürlich in Produkten gesprochen. Die Bullseye-Soße hat ins Schwarze getroffen. Fantastico. Das ist unser Platz 1 hier. Sind wir uns beide einig gewesen? Zu Recht. Haben die höchste Note des Tages vergeben. Und wer wohnt? Das Ergebnis ist erstaunlich insofern, dass es so wenig Fettanteil hat, die Soße. Das ist sehr erstaunlich. Wen haben wir auf Platz 2? Das war das Abenteuer
P und W, die gesagt haben, wir können Snack-Dressing so ein bisschen behalten, aber wir wollen auch mal in andere Gewässer stechen. Tolle, ist ihnen gelungen, das war eine schöne Schwester, würde ich sagen. Ich wollte es gerade sagen, da kann man sich mal überlegen. Und auf dem dritten Platz haben wir Blockhaus. Die Blockhaus-Soße, die geschmacklich natürlich eine ganz andere. Aber auch stark, also wirklich. Ein gutes Ding, kann man sich auf den Zahn legen, verhältnismäßig kostspielig, aber essbar. Meine lieben Freunde, mein lieber Krogi, vielen Dank. Sorry für die Soßen, die es nicht geschafft haben, verkostet zu werden, aber wir mussten ja ein wenig gucken. Ja. Danke, dass du mich dabei haben wolltest, Colin, kann ich mal sagen. Ich werde gleich nochmal das Fleisch zu Ende braten für die Belegschaft hier. Einmal schnell durchbraten. Und ich hole mir ein Bier, glaube ich. Ja, das machen wir beide. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Danke. Es war eine große Freude mit dir. Absolut. Ich hoffe, euch hat natürlich vor allem der Nutzwert und der Servicecharakter dieser Sendung ein weiteres Mal überzeugt. Das könnt ihr natürlich mit einem Like und einem Kommentar, der Positives ausdrückt, gerne nochmal verschriftlichen. Da freuen wir uns sehr darüber. Absolut. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu einer Ausgabe Löffel Messer Gabel, mit wem und zu was auch immer. Bis dahin, haut rein. Euer Colin und Krogi. Tschüssi. Hopp, 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 hopp.